freue mich, dass Sie dabei sind bei Ich stelle mich. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio und zu Hause. Dieses ist, denke ich, das ungewöhnlichste Ich stelle mich, das wir bisher bei TV Berlin gemacht haben. Sie wissen, das Prinzip ist immer gleich. Eine möglichst provokante Person stellt sich potenziellen Gegnern. Heute stellt sich Karl-Eduard von Schnitzler, ehemals Chefkommentator des Fernsehens der DDR. So war der offizielle Titel. Die einen sagen, brillant ist er gewesen, die anderen sagen, der meistgehasste Mann der DDR. Über all das wollen wir heute hier reden. Der Anlass ist, dass wir fast 10 Jahre nach Mauerfall sind und es gibt die unterschiedlichsten Positionen auf beiden Seiten. Es gibt die Versöhnten, es gibt andere, die mehr sagen, Schwamm drüber, egal jetzt, und andere, die finden, man hat nicht wirklich aufgeräumt und die Positionen sind immer noch nicht klar. Herzlich willkommen, Herr von Schnitzler. Danke. Was machen Sie eigentlich heute? Augenblicklich sitze ich hier, um mich provozieren zu lassen. Ist ja noch nicht losgegangen. Ich meine, heutzutage, wo Sie nicht mehr Fernsehen machen. Ich sitze zu Hause, ich lese sehr viel, sehr viel. Ich tue es mir an, viel fernzusehen. Da muss man sich heute was antun zu. Und außer Ihrer Sendung natürlich. Und habe eine große politische Tätigkeit. Was heißt große politische Tätigkeit? Sie sind der DKP beigetreten. Ich bin Mitglied der DKP. Ich bin sehr lebhaft am Parteileben beschäftigt. Ich schreibe für Zeitungen, für kleine Parteizeitungen und werde, obwohl Tagesspiegel und andere Medien mich der Vergessenheit anheimfallen lassen, immer wieder eingeladen, zum Beispiel von Ihnen. Mhm. Sind Sie manchmal gekränkt? Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen manchmal fehlt, Fernsehen zu machen. Sie haben das so oft gemacht. Fehlt Ihnen der schwarze Kanal? Auch mir wäre es lieber, wenn es einigen Zuschauern heute fehlen würde, der schwarze Kanal. Das Fernsehen augenblicklich hat es nämlich bitter nötig, einen schwarzen Kanal. Haben Sie den Eindruck, Ihre Sendung fehlt den Zuschauern? Ich kenne sehr viele, denen er fehlt. Was heißt sehr viele? Eine Handvoll, täglich 100 Briefe, was sind sehr viele? Ach, wissen Sie, wenn ich zum Beispiel einen Brief kriege aus Magdeburg von einem Mann, den ich kenne, ich habe Ihren Kanal nicht oft und nicht gern gesehen. Aber was Sie über die Gebrechen und Verbrechen des Kapitalismus gesagt haben, war die reine Wahrheit. Jetzt erfahren wir es am eigenen Leibe. Das ist ein Kompliment. Und würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme? Das ist ganz gewiss noch nicht die Mehrheit. Ja, den Eindruck teile ich auch. Wir stellen Ihnen jetzt unsere Gäste vor. Denn bei Ich stelle mich gibt es immer Menschen gegenüber. Heinrich Lummer, ein CDU-Mitglied, eher der rechten Seite der CDU zuzuordnen, Ex-Innensenator. Und jemand, der sagt, der Klassenkampf hat sich überlegt, Herr von Schnitzler ist ein Fossil. Herzlich willkommen, Herr Lummer. Frank-Rüdiger Halt kennen Sie vielleicht von heute Nachmittag noch vom Stadtgespräch, Initiative gegen SED-Unrecht. Herr Halt sagt, dass diejenigen, die unter dem SED-Regime gelitten haben, heute wieder diejenigen sind, die nicht profitieren und die vom Staat jetzt auch im Stich gelassen werden. Guten Abend, Herr Halt. Dr. Stefan Wolle ist bei uns Zeithistoriker, Historiker auch in der DDR gewesen, hatte sich für eine sehr, sehr frühe Zeit entschieden, also eine, in der man die Dinge noch etwas unpolitischer in Anführungsstrichen sehen konnte, hat jetzt Bücher geschrieben über die Diktatur in der DDR. Guten Abend, Herr Dr. Wolle. Herr Lummer, Herr von Schnitzler sagt, er bekommt noch Post und die Leute, obwohl sie ihn kritisch gesehen haben, bedauern, dass es seine Sendung nicht mehr gibt. Sie gehören nicht dazu, nehme ich an. Nein, durchaus nicht. Obwohl, wir können ja viel gelassener darüber reden, gewissermaßen nach Ende der Schlacht, die er verloren hat. Und zwar deshalb gelassener, weil seine Positionen doch historisch nicht haltbar gewesen sind. Ich denke, die Auffassungen, die im Schwarzen Kanal vertreten worden sind, dass also der Kapitalismus gewissermaßen die DDR überfallen wollte, militärisch, deswegen habe er eine Mauer gebaut, was ja die Lüge an sich schon gewesen ist, denn jeder in der DDR wusste, die Mauer ist nicht gebaut worden, um Panzerarmeen des Westens der Bundesrepublik abzuhalten, sondern um die Leute daran zu hindern, abzuhauen. Und diesem Widerspruch hat die Sendung gelebt, in diesem Widerspruch hat er von Schnitzler gelebt bis heute. Und ich denke, das ist die historische Wahrheit. Diese Idee hat sich überlebt. Und insofern kann man, wie gesagt, gelassen darüber reden. Und wenn es noch einzelne Anhänger gibt, dann kann man nur sagen, es gibt immer Verrückte und auf jeder Seite gibt es so eine und solche. Aber sie sind wirklich sehr, sehr vereinsamt geworden. Herr von Schnitzler, Sie haben die Schlacht verloren, sagt Herr Lummer. Ich habe eine Schlacht verloren. Das heißt, Sie kämpfen noch? Der Kampf geht weiter.
Wer ist Ihr Feind im Moment? Der Feind ist unverändert der Imperialismus und seine kapitalistischen Vertreter. Wenn man das ja, auch die Art und Weise, wie Sie es vortragen, Herr von Schitzer, klingt so, so ein bisschen wie, wie, er ist kein Wendehals, kommt gerade aus dem Publikum, das kann man beileibe nicht sagen. Es klingt so ein bisschen so wie auswendig gelernt und ich glaube Ihnen auch, dass Sie glauben, was Sie sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Sie spielen eine Rolle. Ich glaube, dass Sie glauben, was Sie sagen. Das freut mich sehr, dass Sie glauben, dass ich glaube, dass ich überzeugt bin von dem, was ich sage. Das ist tatsächlich so. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht, mehr als wahrscheinlich die meisten hier in diesem Raum. Ich bin 1932 in die Sozialistische Arbeiterjugend eingetreten. Bei meinem Herkunft, bei meiner Familie war das eine Sensation. Das war eine Parteinahme für die Arbeiterklasse. Eine Absage an meine Klasse, aus der ich komme. Ich bin 1937 in die illegale Kommunistische Partei aufgenommen worden. War eine große Ehre. Ich habe dann Kurierfahrten mit Motorrad von Freiburg in die Schweiz gemacht, Personen und Material hin und her gefahren. Ich habe den Imperialismus und den Antifaschismus auf beiden Seiten der Front kennengelernt, am eigenen Leibe, auch in meiner eigenen Familie. Sehen Sie, ich bin geboren genau zwischen Oktoberrevolution und Novemberrevolution, im April 1918. Und mein Vater, damals in Berlin-Dahlem. Und in Dahlem gab es eine Bürgerwehr 1918, 19. Die hat sich gebildet. Mein Vater brüstete sich dann später am Mittagstisch, als ich schon älter war, damit. Da haben die Bürger von Dahlem, die etwa so reagiert haben wie heute einige hier, haben ihre Hirschfänger und ihre Jagdgewehre aus dem Schrank geholt und haben Jagd auf Karl Liebknecht gemacht. Und ich bin erzogen worden von meinen Eltern, dass das eine Novemberverbrecher waren. Und bei der SAJ, bei der Sozialistischen Arbeiterjugend, lernte ich es dann anders. Und seitdem bin ich regelmäßig bei der Demonstration, die nach Friedrichsfelde geht. Ich war 1933, noch im Hitlerjahr, vor der Machtübernahme, bei der letzten Demonstration vor Hitler, war ich dort, habe Teddy Thielmann sprechen hören. Und das, die Demonstration, zu der ich trotz meiner 81 Jahre hingehe. Herr von Schitzer, den ersten Teil dieser Biografie verstehe ich aus Ihren Überzeugungen. Aber dann, das ist was, was mich persönlich immer so rasch überrascht. Jemand, der Diktatur kennengelernt hat, der dann anfängt, die absurdesten, menschenfeindlichsten Dinge in meinen Augen zu rechtfertigen. Da haben viele gesagt, Sie sind irgendwann verblendet gewesen. Wie beurteilen Sie das? Ja, da muss man sich darüber unterhalten, was absurd und was verblendet ist. Und wer absurd redet und wer verblendet ist. Es ist ja immerhin fast gelungen, unser ganzes Volk zu verblenden und für die Hitler-Generation zu manipulieren. Das ist doch gelungen. Frank-Rüdiger Halt, Initiative gegen SED-Unrecht. Also Herr von Schnitzler sagt, das Volk ist verblendet worden. Deshalb gucken Sie seine Sendung nicht mehr. Sie haben die DDR ja mal verlassen mit Ihrer Familie. Also ich habe sie nicht nur verlassen, ich habe sie auch wiedergefunden, als ich 91 zurückkam nach Ostdeutschland. Ich bin der Meinung, die DDR lebt nämlich weiter, und zwar personell als auch geistig. Das soll jetzt kein Kompliment sein, ich will Sie jetzt auch nicht angreifen, aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Eine gewisse Hoffnung dürfen Sie vielleicht leider sogar haben. Wir haben festgestellt, dass die Eliten durchmarschiert sind, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben festgestellt, dass es den Opfern nach wie vor schlecht geht und noch schlechter, mit der Tendenz zunehmend. Insofern kann ich Sie vielleicht bestätigen, dass die Hoffnung noch nicht ganz aufzugeben ist. Leider. Ich finde es ein furchtbarer Zustand. Aber ich hätte mal eine Frage an Sie. Es gibt das Gerücht, dass es in der DDR keine Kommunisten gegeben haben soll. Denn die Kleinen, die waren schnell durch die große Lüge kuriert worden und sind davon abgefallen. Und die Großen haben ja gelebt wie die Fürsten. Das waren ja die Champagner-Kommunisten, die gelebt haben wie die Playboys an der Côte d'Azur. Klare Frage. Frau von Schnitzer hat gelacht und sich entschuldigt. Na, entschuldigt, weil das so blöd ist, dass das schon quiekt. Sie dürfen nachher gerne was sagen. Danke. Den Vorwurf gibt es häufig. Bitte? Den Vorwurf gibt es häufig, Herr von Schnitzer. Also, Sie hätten nicht so gelebt, Sie hätten wilde Partys gefeiert. Also ich habe zum Beispiel gehört, wenn ich mal ergänzen darf, dass Sie in Ihrem Haus in Kleinmachnow den Ostseesandte haben hinkarren lassen für Partys. Ist das richtig? Ja, vor allen Dingen ist richtig, dass ich überhaupt niemals in Kleinmachnow gewohnt habe. Da fangen die Lügen nämlich an. Okay, wenn das so ist, dann ist es nämlich das zurück. Das hilft nicht viel, es ist herum, leider. Sehen Sie, da es gegen mich, gegen meine Sendung, keine echten Argumente gab. Es ist niemand, lachen Sie nicht, es ist kein einziges Mal in 1500 Mal, kein einziges Mal der Versuch gemacht worden, ich bin jetzt dran, Sie sind auch gleich dran, Herr Lummer. Sie müssen sich nicht immer vordrängen. Dass Sie mir das gestatten. Die Rechten müssen sich nicht immer vordrängen. Es ist über 1500 Mal, nicht ein einziges Mal der Versuch gemacht worden,
mich einer Lüge zu überführen, mich einer Fälschung zu überführen. Die Möglichkeit aber, wurde doch ja nicht hier, Herr Schnitzler. Aber im Westen, ich rede vom Westen. Im Westen, was glauben Sie, was man im Westen sich ein Fingerlecken gemacht hat, wenn das gelungen wäre? Es ist nicht gelungen. Und deswegen ist man übergegangen zu solchen Verleumdungen. Schnitzler feiert in Kleinmachnow Orgien. Schnitzler hat 57.000 Frauen. Wir sind erst seit 39 Jahren zusammen. Ich habe Sie selbst im Restaurant Budapest gesehen, auf einem Schoß eine Frau, auf dem anderen Schoß eine Frau. Also, wir haben die erste Erregung im Studio und es geht auch bestimmt erregt weiter. Es stellt sich weiter Karl Eduard von Schnitzler und Sie alle kommen zu Wort, versprochen. Heinrich Lummer hat danach das Wort, weil er von Schnitzler gesagt hat, das Westfernsehen hätte ihn nie widerlegt. Darüber reden wir gleich. Herr Lummer, Herr von Schnitzler hat eben gesagt, niemandem im Westen ist es je gelungen, ihn zu widerlegen. Also zunächst einmal hat sich, glaube ich, nie jemand ernsthaft der Mühe hingegeben, diesen Scheiß zu widerlegen. Weil das war in sich selbst so unschlüssig. Und es hat ja auch im Grunde keiner ernst genommen. Das Ziel der Sendung, das hat ja von Schnitzler irgendwann selber gesagt, seien die Bürger der DDR gewesen, das waren die Adressaten. Ja. Und die sollten von diesem bösen, miserablen Kapitalismus abgeschreckt werden, sollen überzeugt werden, dass es ein überlebtes System ist und dass der Sozialismus wächst und wächst und wächst. So habe hat er auch gesagt, so ähnlich. So. Und das Ergebnis ist gewesen, dass die Leute das nicht ernst genommen haben. Ganz im Gegenteil, er hat erreicht, dass die Leute mit anderen Augen auf den Kapitalismus im Westen geschaut haben. Sie haben die Westsender gesehen und haben gesagt, der schwarze Kanal ist falsch. Und das ist die wirkliche Widerlegung durch die Geschichte, die stattgefunden hat. Und wenn er nur sagt, er hat nur eine Schlacht verloren. Gut, den Glauben mag er haben, den haben viele, ja. Ich sage Ihnen Folgendes dazu. Der Sozialismus, immer wenn er versucht hat, einen Versuch gemacht hat, geschichtsträchtig zu werden, ist gescheitert. Sie kommen also an den Punkt, wo Sie sagen, ich kenne ein paar andere, die genauso sagen wie Sie, auf zum besseren Scheitern. Auch der nächste Versuch wird scheitern. Weil diese Philosophie, die Sie immer noch haben, sagen Sie mir doch, wo ist denn die Klasse heute, von der Sie reden? Welcher gehören Sie denn an? Welcher gehören die Leute an? Ist doch alles der Schnee von vorgestern. Schmack zählt überhaupt gar nicht mehr. So, dann ist das ganze Geschichtsbild und diese Ideenvorstellung, die Sie haben, die stimmen überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein. Und deswegen kann man von vornherein sagen, ohne Prophet zu sein, diese Schlacht, wenn sie noch mal stattfinden sollte, mag ja sein, die werden diejenigen, die ihre Apologeten sind, auch wieder verlieren. Herr von Schnitzler, Herr Lummer sagt, das ist das bedauerlich. Man hat sie gar nicht ernst genommen. Die brauchen nicht zu interpretieren. Ich halte es für heute für viel aktueller und für wichtiger, dass die Wiederbelegung von rechts verhindert wird. Herr Lummer, da meine ich Sie ganz konkret mit. Danke, ich stehe sonst dran, ja. Warum hat man Sie eigentlich nicht nach Israel gelassen gerade? Es gibt den Vorwurf, Herr von Schnitzler, Sie sind auch indirekt mitverantwortlich für Rechtsradikalismus, weil Sie so lange dieses System versucht haben, so unter diesem Köcher zu halten. Sie haben das ja öfter schon mal gehört. Ja, das ist ein Kabarett-Einwand. Hier wurde ja auch schon Kabarett geboten da hinten. Eben. Sehr gut, sehr lustig. Bewerben Sie doch mal bei der Distel. Ach nee, die nehmen Sie nicht, da sind Sie zu schwach für. Wissen Sie, mit dem Antifaschismus, das ist so eine Sache. Ich bin Antifaschist geworden durch Begegnung mit dem Faschismus. Ich habe Nationalsozialisten in Anführungsstrichen erlebt, und zwar Führende und Mitläufer. Und Schlägerbanden habe ich erlebt. Und als Studentenführer, ich habe Herrn Filbinger erlebt in Freiburg. Da war er als Student der... Deswegen haben Sie die rote SS... 40 Jahre. Halten Sie doch mal Ihren Mund. Ich habe Sie ja auch vorhin nicht unterbrochen. Sie propagierten die Ziele der Roten SS. Was eine interessante Frage ist. Fragen Sie ihn doch mal, was die Rote SS ist. Ich werde versuchen, Ihre Frage so weiterzugeben. Was eine interessante Frage ist, Herr von Schnitzler, ist, Sie kommen sofort ran, Sie kriegen auch ein Mikro. Aber lassen Sie uns bitte über diese Frage und Rote SS mal reden. Herr von Schnitzler, eine interessante Frage ist, denke ich, warum haben Sie dann ein System gestützt, bei dem auch Menschen in Gefängnissen saßen? Das ist doch ein Widerspruch. In jedem Staat sitzen Gefängnisse. Hauptsache sitzen die richtigen Leute in den richtigen Gefängnissen. Und Sie sind der Meinung, das war der Fall? Jawohl. Aber wie sitzen denn im Gefängnis zur Ostzeit? Und wie sitzen warum? Warum? Herr Dr. Entschuldigen Sie, ich habe gesessen. Ich habe bei Nazis gesessen. Ich war im Strafbataillon, weil ich Antifaschist war. Wir sind jetzt an dem Punkt, warum saßen in der DDR auch Leute in Gefängnissen? Und Herr von Schnitzler sagt, es waren die richtigen. Ich will mal darauf nicht antworten. Wir sollten uns mal
unterhalten über die Wirkung des Schwarzen Kanals. Und das ist auch für Sie ein interessantes Thema, Herr Schnitzler. Ich bitte Sie trotzdem vorher noch einmal dazu was zu sagen, weil Herr von Schnitzler sagt, ja, er glaubt, was er sagt. Ich befürchte so ein bisschen, dass das Niveau der Argumentation so tief sinkt. Ja, das liegt aber da. Ja. Bravo, bravo. Nein, ich meine, ja, ich meinte das durchaus auch beiderseitig. Nein, es gab in der DDR ungefähr alles im Allem 250.000 politische Urteile. Das sind historisch gesicherte Zahlen. Fantasiezahlen sind das. Nein, das sind historisch gesicherte Zahlen. Ungefähr 200. Aber die 1 Million Strafverfahren gegen die Opfer des Kalten Krieges, die in der Adenauer und unter Helmut Schmidt. Wo ist denn diese Million gewesen? Also das wird jetzt wirklich fantasievoll. Es hat in den 50er Jahren, das wissen Sie sehr genau, und Sie haben natürlich in Ihren Sendungen damals noch im Rundfunk genügend darauf hingewiesen, dass es hat in der Adenauer Zeit Strafverfahren gegeben. Ja, Helmut Schmidt auch, bitte. Lassen wir die Sozialdemokraten nicht raus. Also, Herr von Schnitzler, wir lassen Sie ausreden. Jetzt müssen Sie Herrn Dr. Wolle auch ausreden lassen. Nein, nein, nein. Also beispielsweise die Sozialdemokratie hat sich gegen das KPD-Verbot 1956 zur Wehr gesetzt. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch. Erzählen Sie doch jetzt nicht diese Märchen aus dem Kalten. Und wer war der Kanzler? Adenauer, natürlich. Unter Sondergesetzen. Ja, was sollen jetzt diese lächerlichen Diskussionen? Ich will auf ein anderes Thema hinaus. Sie sollten sich wirklich überlegen. Sie hatten von 1960 bis 1989 ungefähr 1500 Sendungen des Schwarzen Kanals zur besten Sendezeit nach diesem sogenannten Montagabendfilm. Sehr beliebte war die beste Sendung des DDR-Fernsehens. Das ist auch ein Phänomen übrigens, über das man mal nachdenken sollte, warum gerade diese Filme aus der Goebbels-Zeit so ungeheuer beliebt waren. Im DDR-Fernsehen. Aber es war nun mal die Sendung mit der höchsten Einschaltquote. Dann kam der Schnitt und dann kam Ihr Schwarzer Kanal. Also besser geht's gar nicht mehr. 1500 Sendungen. Und wenn Sie denn mal über die Resultate nachdenken, ist es ja eigentlich armselig. Denn widerlegt hat sie vielleicht nicht der Westen, aber widerlegt hat sie 1989 ihr eigenes Volk. Das ist das Tragische. Jetzt halten Sie sich fest, was ich jetzt sage. Jawohl, ich habe eine Niederlage erlitten, eine ganz persönliche. Ich bin mit der richtigen Sendung der Schwarze Kanal habe ich eine schwere Niederlage erlitten. Aufgrund einer Überlegenheit der westlichen Systeme. Sie hatten ja Dutzende von Sendern. Wir hatten zwei Sender, Sie hatten Dutzende von Sendern. Sie hatten die Frontstadt West-Berlin. Herr Lummer kann da ein Lied von singen, wenn er singen könnte und würde und wollte. Die hatten die Frontstadt West-Berlin mitten in der DDR. Eine Eiterbeule, die... Bitte? Wer hat die Störsender gehabt? Wer hat die Störsender gehabt? Das ist die Kabarettecke. Wollen wir mal sehen. So. Herr von Schnitzler, Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Kampf verloren. Sie haben aber auch gesagt, Sie hätten die Dinge immer sehr gut analysiert. Am 28.08.89 haben Sie gesagt, die DDR ist unerschütterlich, stabil, konsequent und unbeirrbar. Was ja nun definitiv nicht stimmt. Hat da Ihre Analyse versagt oder haben Sie da gelogen? Ach, führen Sie doch lieber Beispiele aus den Anfängen an. Aber jetzt reden wir über dieses. Wir können über die Anfänge nachher reden. Aber jetzt möchte ich gerne, dass Sie dazu was sagen. 1989 war der Karren bereits gegen den Baum, drohte gegen den Baum zu fahren. Da hatten wir die Verräter in den eigenen Reihen. Da hatten wir den Herrn Gorbatschow, den Oberverräter, der sein eigenes Land preisgegeben hat. Der das sozialistische Lager, der die internationale Solidarität preisgegeben hat, der Kuba preisgegeben hat, das sich trotzdem noch hält als sozialistischer Staat. Das vergessen die Herren da vorne immer gerne eben. Und China ist auch noch da und Nordkorea ist auch noch da. Das ist so ein bisschen Dolchstoßlegende, oder? Auf DDR. Keine Dolchstoßlegende, keineswegs. Nur, wir sollten aufhören, die Frage aufzuwerfen, was haben wir in der DDR falsch gemacht? Wir sollten die Frage stellen, was haben wir in der DDR richtig gemacht? Das ist nämlich so viel. Da kommt das und das und das und das zusammen. Da bleibt am Schluss ein Stückchen, was wir anders machen sollten, hätten anders machen sollen oder was falsch war, gibt es. Und darüber reden Sie und ich rede über das. Über das und Sie reden darüber. Tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie was sagen wollen, ordern Sie ein Mikro, dann kann man Sie auch verstehen, dann haben wir alle mehr davon. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, Herr von Schnitzler, die sich bezieht auf Ihre Bemerkung von den Menschen in Gefängnissen, die richtigen, im richtigen Gefängnis. Sie haben in einer Ihrer Sendungen jedenfalls gesagt, man solle den Leuten, die aus der DDR abhauen, keine Tränen nachweinen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge, Erfindung Ihrer Presse. Das hat Herr Honecker gesagt. Das stammt nicht von mir.
Da stammt nicht von mir. Ihre Rechercheure taugen nicht. Das wissen wir. Würde ja nicht wundern, dass Sie das Gleiche gesagt haben wie Herr Honecker. Doch, könnte ich aber sagen. Aber so einen Unsinn hätte ich nicht gesagt. Sie halten das für Unsinn? Ich halte das für Unsinn. Ja, aber warum sind Sie denn weggelaufen? Jeder Einzelne, der weglief. Und warum sind Sie, Sie sind weggelaufen, Sie wollten weglaufen und wenn Sie weglaufen wollten, kamen Sie in den Knast. Und sagen Sie mal, sind das die Richtigen im Knast, wenn einer, der von einem Teil seines Landes in den anderen gehen will oder auch überhaupt irgendwo in die Welt hingehen will, warum muss der Mensch in den Knast kommen? Da können Sie nicht sagen, dass Sie die Richtigen im Knast sind, oder? Es ist keiner weg, keiner in ein Gefängnis gewandert, der nicht etwas getan hat, der nicht gegen ein Gesetz verstoßen hat. Versuch der Republik flog. Jetzt Herr Schulz, du jetzt Herr Schulz. Bist du doch bescheuert, bist du? Ja, ja. Ich hab gesagt, wenn meine Mutter hat ihn ja gesessen, bloß weil sie im Westen gearbeitet hat und der Nachbar sah nicht mehr da. Die müssen Geld zuzuverdienen. Die hat mit Recht gesessen? Du schämst dich aber was, mein Judel-Eder. Was soll denn noch, Junge? Ich klatsche für den Sudel-Ede. Ich klatsche für den Sudel-Ede, denn Tucholsky hat ja auch seine Bücher, einige Bücher, Sudel-Ede, Sudel-Bücher genannt. Scham. Weil sie mich verpflegen wollte, weil sie mussten ihn noch verdient hat als alleinziehende Frau. Jetzt will mir eine Antwort. In ja Halle hat sie gesessen. Das war richtig, oder? Ja. Scham. Was denn, du? Ja. Ja? Ja. Warum? Also, pass auf, doch. Also, Herr von Schnitzler hat gesagt, ja. Das ist ja der Gipfel, ist der. Ich verstehe Ihre Erregung und Herr von Schnitzler ist der Meinung, die Dame, die der Herr anspricht, hat mit Recht gesessen. Scham, hat er gesagt. Haben Sie dieses Gefühl mal gehabt an irgendeinem Punkt? Also ist das Gefühl, das Sie kennen? Ich halte es damit Pfarrer Frelinghaus, der einen Artikel im Neuen Deutschland geschrieben hat, ein Pfarrer, nach der sogenannten Wende. Und die war überschrieben, ich habe nicht zu viel für die DDR getan, ich habe zu wenig für die DDR getan. Das ist ein Pfarrer, ein sehr interessanter Mann. Sehr interessanter Mann. Der ist nicht in der CDU. Ich will mal den Pfarrer anziehen, war viermal. Können Sie was dazu sagen, Herr von Schnitzler? Ja, ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ich nicht noch mehr getan habe. Okay, also das ist das, wo Sie Scham empfinden. Also, das Unglaubliche ist ja daran, und darüber müsste man wirklich, glaube ich, mal von hier aus jetzt gemeinsam reden. Herr von Schnitzler ist der Überzeugung, dass die DDR ein guter, ein positiver Staat war. Man soll über das Gute reden, das sie getan hat. Sie war erhaltenswert, sie hätte erhalten bleiben sollen. Er und andere hätten mehr für die DDR tun sollen. Und sag ich mal, hören Sie mal, dieser Staat war nicht vom Volk getragen. Eine anständige Wahl hat es nie gegeben. Sie mussten die Leute einmauern, weil sie weglaufen wollten. Ach, also von Demokratie halten Herr Sie Lummer, gar nichts. Den alten, kalten Krieg. Entschuldigung, das hat mit kalten Krieg nichts zu tun. Wenn man das Volk ernst nimmt, Demokratie ernst nimmt, dann würde man das respektieren, was das Volk will. Aber Sie haben nur immer Ihre eigenen Klassenideen ernst genommen und sonst gar nichts. Und das geht nicht in einer Demokratie. Und das müssen Sie einfach lernen. Und wenn Sie es nicht lernen, dann wird man Ihnen sagen eines Tages, gut, das ist das Positive, das Fossil hat sich nie geändert, steht wie ein Stein. Die ganze Welt mag sich ändern, nicht wahr? Aber er steht immer noch da. Die Weltgeschichte ist an ihm vorbeigegangen, er hat es gar nicht gemerkt. Antwort, so stehen Sie da heute. Antwort von Herrn von Schnitzler, dann unser Publikum. Mein Eindruck ist, Sie sind auch stolz darauf, dass es so ist. Dass die Welt sich dreht und Sie sich nicht. Ich bin stolz darauf, dass es die DDR gegeben hat. Und es wird die Zeit kommen, wo noch mehr und nicht nur ein paar irregeleitete und manipulierte Leute stolz darauf sind, dass die DDR gegeben hat. Jetzt unser Publikum, der Herr bitte und dann der Herr da drüben. Der Herr kommt danach sofort dran. Ja? Wir wollen uns bitte nicht über die Gesprächsführung streiten, Frau von Schnitzler. Sie dürfen auch was sagen. Der Herr da hinten kommt auch dran. Herr Schnitzler, mein Name ist Schubert. Ich war 9 Jahre als Bundesbürger in Bautzen II im Zuchthaus. Ich zitiere jetzt einen wegen Fluchthilfe. Und ich zitiere jetzt 2 Sätze von Ihnen zum Tode von Peter Fechter. Da sagten Sie in Ihrem Kommentar, 10 tote Banditen dieser Art sind mir lieber als einer unserer tapferen Jungs an der Grenze. Nur haben Sie vergessen, dass diese Banditen unbewaffnet waren und die eigentlichen Banditen, die Grenzer, bewaffnet waren und auf Wehrlose geschossen haben. Sind Sie darauf auch noch stolz heute? Herr Weinhold war auch unbewaffnet. So, die Frage dann der Herr da drüben. Von Fechter. Das ist ein typisches Beispiel der Verlogenheit der westlichen Medien, das Sie anführen. Der ganze Fall Fechter ist eine einzige Lüge, wie er da dargestellt worden ist. Eine Woche vor dem Zwischenfall mit, lassen Sie mich jetzt mal ausreden, wenn Sie zuhören können, dann hören Sie mal zu, falls Sie können, ich weiß es nicht. Eine Woche vor dem Fall Fechter ist südlich Eisenach mein Freund Hauptmann Rudi Arnstadt
bei den Grenztruppen. Von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes, einem höheren Beamten, im Range eines Hauptmanns, erschossen worden. Und zwar mit seiner Maschinenpistole zersiebt worden. Auf unserem Territorium. 8 Tage später versucht ein junger Mensch, aber keiner der Flüchtigen hat die Zeit gehabt, einen Personalausweis vorzuzeigen. Ich bin erst 16 oder ich bin 20 Jahre alt. Hat versucht, die Grenze zu verletzen am Reichstag. Und rechts und links, und das haben ihre Kameraleute, die Westlichen, nicht sie, die Westlichen, sie waren ja noch in Kinderschuhen, die westlichen Kameraleute haben damals peinlichst ausgespart, wer da rechts und links stand. Da standen Engländer, Amerikaner, die nichts verloren hatten, im britischen Sektor war das, mit Pistolen, mit Karabinern und zielten auf unsere Soldaten, die den Fechter aus dem Stacheldraht rausholen sollten. Das stimmt da nicht. Das stimmt genau. Das stimmt ganz genau so, wie es war. Wie Sie immer gelogen haben. Also Protest aus dem Publikum. Es geht jetzt nicht um Protest. Die Wahrheit, also der Ort der Fechterflucht war vielleicht östlich des Checkpoint Stadions. Vielleicht wissen die das als Historiker, wie das war. Die müssen es ja wissen, den Fall Fechter. Also es ist, denke ich, in dieser, ich kann verstehen, dass viele von Ihnen jetzt da sitzen, toben und wütend sind. Herr Koch kommt auch noch zu Wort. Es ist einfach so, dass es nicht so sein wird, das ist mein Eindruck, Herr von Schnitzer, mit einer völlig anderen Meinung hier rausgeht. Insofern gibt es Punkte, an denen wir, so schwer es ist, damit leben müssen, dass die Meinungen komplett unterschiedlich sind. Bitte. Wir wissen, ob Herr Schnitzler auf den Kommentar heute noch stolz ist. Okay, gut. Das eben noch, sind Sie darauf noch stolz? Nee, der ist dran. Ja. Sagen Sie noch bitte drauf, damit der Herr das Gefühl hat, er hat eine echte Antwort bekommen. Ich habe keinen Kommentar gemacht, dessen ich mich zu schämen habe. Okay. Dann sind Sie der Schreibtischstädter und Steigbügelhalter sämtlicher Mörder. Und Sie sind also auch ein Mörder. Schnitzler, Sie sprechen jetzt wie ein Richter und wie ein Staatsanwalt und unseren Gerichten, Herr Bräutigam und Konsorten. Wie Goebbels! Jetzt gibt es einen Herrn von Schnitzler-Fan im Publikum. Sie haben ja Goebbels nie gehört. Sie haben ja Goebbels nie gehört. Gut, okay, also Jungs, also jetzt seid mal ruhig. Also ich wohne jetzt ungefähr seit 5 Jahren im Prenzlauer Berg. Ich bin einer von der jüngeren Generation. Manch einer wird sagen, Mann, der hat eh keine Erfahrung. Also ich habe eine Menge Erfahrung gesammelt. Gerade hier mit meinen Arbeitskollegen. Ich arbeite beim ABM auf dem jüdischen Friedhof. Und viele Arbeiter sagen, uns geht's verdammt nochmal schlecht. Und diese Schlechtigkeit wird einfach übertüncht mit bunte Blätter, wo wir immer mehr verteidigen. Wir verteidigen lieber die Autoschlange als irgendwelche Spielplätze, damit unsere Kinder spielen können, verdammt nochmal. Und da sitzt man rum, schimpft auf einen älteren Mann rum, statt wir endlich sagen, wir müssen umverteilen und wir müssen auf unsere Brüder achten und nicht auf sie eindrehen. Und manch einer, verdammt nochmal, die wieder so machen, so Heil Hitler brüllen und so, die werden meistens geschützt. Und ich hoffe bloß, Arbeiter, ich kann nur eins sagen, Arbeiter, wacht auf, lasst euch doch nicht bescheißen. Die Banken nehmen von euch, wenn ihr Kredite nehmt, 14,5% Zinsen. Wenn ihr sparen tut, kriegt ihr 3,5%. Wer betrügt euch denn, Leute? Also, Herr von Schützer, Sie haben noch Fans. Sie haben noch Fans. Der hat mich nicht mitgebracht. Hat er vorher schon gesagt, lass mal den da sprechen, Mensch. Das ist ein Kumpel. Geht es runter wie Öl, Herr von Schnitzler? Bitte? Wir kennen das nicht. Will ich auch gar keiner unterstellen. Aber geht es runter wie Öl? Es war zumindest gehört zu den wenigen richtigen Dingen, die bisher aus dem Zuschauerkreis gesagt worden sind. Herr Halt, wie sehen Sie das? Also ich bin insgesamt ein bisschen verärgert über die Art der Schlägerei, die hier stattfindet. Das wurde ja schon mal angedeutet. Also ich stehe bestimmt nicht auf einer Seite mit Herrn Schnitzler, ganz im Gegenteil. Aber eigentlich tut mir leid, dass jetzt jeder auf ihn einprügelt mit diesen Gewaltmaßnahmen, weil ich gleichzeitig immer festgestellt habe, dass es im Westen sehr viele, vor allen Dingen Spitzenpolitiker gab, die mit diesem Staat, die so verurteilen, große Geschäfte gemacht haben, und zwar auf Regierungsebene. Das ist danach Schalk spätestens bekannt geworden. Also ich habe an Sie nur die Frage, vielleicht kann man wenigstens einen Satz oder eine Erkenntnis mit Ihnen teilen. Glauben Sie daran, dass unter dem heiligen Schein des Kommunismus mehr Menschen starben, unter Stalin zum Beispiel, insgesamt auf der Welt als im Zweiten Weltkrieg? Oder ist das auch eine Lüge? Das ist eine sehr klare Frage. Es ist sehr interessant, dass zum Beispiel das Buch Stalin anders gesehen von Lou Martens unterdrückt und totgeschwiegen wird, während das Buch, wie heißt das? Das Schwarzbuch. Richtig. Während dieses Kompendium antikommunistischer Lügen verbreitet wird. Und Sie sind offensichtlich ein Opfer davon.
Wer ein, aber ich bitte Sie. Was macht Ihnen das für ein Gefühl? Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht so die böse Emotionen. Naja, also... Lassen Sie Ihnen das eben bitte sagen, Herr Luhmann. Also ich finde das schade, man kommt ja überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und deswegen wollte ich es gerade noch versuchen, aber wenigstens einen Satz gemeinsam anerkennen können. Anscheinend ist das hier gar nicht möglich. Sie sind für uns, bestimmt Sie als Lügner, umgekehrt wurde das auch getan. Das bringt uns gar nicht weiter. Das bedauere ich sehr. Ich würde gerne eine gemeinsame Erkenntnis mit Ihnen teilen wollen. Als Mensch sozusagen. Es ist ein bisschen schade. Herr Luhmann, wollen Sie das auch? Gemeinsame menschliche Erkenntnis? Ja, natürlich will man immer den Versuch machen, einen Menschen zu bessern und zu bekehren, auch sich selbst eingeschlossen natürlich. Aber in diesem Falle ist ja hinreichend erwiesen, dass das nicht gelingen wird. Insofern habe ich ja den Begriff fossil verwendet. Das kann einer positiv sehen, ja, der steht zu seiner Auffassung. Aber wenn sich diese Auffassung millionenfach als falsch erwiesen hat in der Geschichte, dann ist es irgendwo problematisch, dazu zu stehen. Aber wir müssen doch die Frage stellen, aus der Geschichte zu lernen. Was hat denn die DDR gebracht? Ich sage Ihnen, die DDR war am Ende ihrer Zeit total ruiniert. Falsch. Unter der Erde noch mehr als über der Erde. Die Geschäfte, von denen Sie geredet haben, die man mit ihr gemacht hat, waren im Wesentlichen Unterstützung der DDR. Und da mag Strauß geirrt haben, dass er denen überhaupt noch zu einem bestimmten Zeitpunkt Milliardenkredite verschafft hat. Dann wäre es vielleicht früher zu Ende gewesen. Alles richtig. So weit, so gut. Aber die DDR war ein System, das nicht aus eigener Kraft leben konnte, wie der gesamte Kommunismus. Und das ist der absolute Fehler. Herr von Schnitzler glaubt, der Untergang des Sozialismus oder Kommunismus in der DDR und anderswo sei von außen gekommen. Nur die bösen Kapitalisten, Faschisten oder sonstige Ganoven à la Lummer sind schuld, oder die bösen Sender im Westen, dass die DDR kaputt gegangen ist. Und ich sage eben, die historische Wahrheit ist, die DDR ist an sich selber kaputt gegangen, weil dieses System nicht lebensfähig ist. Ich muss die Frage stellen, etwas abgewandelt vorhin. Ich habe vorhin die Frage gestellt, haben wir falsch gemacht? Die Frage ist falsch. Was haben wir richtig gemacht? Ich muss die Frage stellen, wieso konnte die bankrotte, die falsch angelegte DDR 40 Jahre lang, 49 Jahre lang bestehen? Doch nicht dank der Sowjetunion, die hat uns ja schon im Stich gelassen, viel früher schon zu Khrushchev. Aber Herr von Schnitzler, ganz simpel, wenn das ein erfolgreiches System wäre, dann wäre es doch noch da. Das ist eine gute Frage, Herr von Schnitzler, eine vorzügliche Frage. Und ich sage Ihnen, wenn die sowjetischen Bajonette nicht da gewesen wäre, wäre das Spukspiel 53 zu Ende gewesen. Dann wären es ganze 4 Jahre gewesen. Der von Ihnen geliebte Präsident Kennedy war da ganz anderer Meinung. Als er die Nachricht bekam, in der Nacht zum 13. August, dem 13. August, als er die Nachricht bekam, West-Berlin wird eingemauert, da hat er sich beruhigt auf die andere Seite gelegt und hat weitergeschlafen. Er hat recht gehabt. Das war nämlich eine Portion Friedenserhaltung. Das ist nämlich ein großer Irrtum von Ihnen, dass der Hauptanlass für die Mauer die Fluchtbewegung war. Die Fluchtbewegung war ein Anlass. Ein Anlass. Es war viel wichtiger, die Grenze sichtbar zu machen. No. Herr von Schnitzler, die Warschauer Staaten haben darüber diskutiert. Wir müssen das Phänomen nicht allein Flucht nennen, sondern in jenen Tagen vor dem 13. August 1961 kamen täglich allein in Berlin 3.500 Leute und mehr über die Grenze. Es stellte sich durch die Flucht die Frage, ob die DDR auch noch existenzfähig sein kann. Und das ist dann die Frage von Krieg oder Frieden gewesen aus sowjetischer Sicht. Wenn diese DDR zusammenbricht, bricht möglicherweise das ganze System zusammen. Die Russen waren jeweils zu der Zeit nicht bereit, die DDR zu entlassen. Und dann kam die Haltung der Sowjetunion, die dem Ulbricht ja nicht das gegeben haben, was er haben wollte, nämlich die Kontrolle der Landzugangswege, sondern sie haben sich bereit erklärt, augenzwinkernd versteht sich, dass eine Mauer gebaut wird. So weit, so gut. Herr von Schnitzler hat früher einen Film gemacht, der heißt Die Grenze. Dieser Film war unter anderem gedacht für Kinder und erklärt vor allen Dingen habe ich einen die Film Grenze gemacht. Aus DDR-Sicht. Schaut auf diese Stadt, der wird natürlich nicht gezeigt. Wir können auch noch über Ihre anderen Filme reden, Herr von Schnitzler. Wir bleiben bei Ihrer letzten These. Der Bau der Mauer war eine friedensstiftende Maßnahme. Herr Dr. Woller, Sie haben auch in der DDR gelebt. Ja, ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Herr Schnitzler oder Herr von Schnitzler bewährt sich heute mal wieder so als richtiger alter Medienfuchs. Also großes Kompliment, Ehre, wem Ehre gebührt. Indem Sie hier diese Parolen, die so steinern, so unbeweglich, im Grunde auch so wirkliche Fossile sind, lassen Sie keinen Raum für eine wirkliche Sachdiskussion.
weil sie das Empfinden haben, sobald sie einen Millimeter irgendwo sagen, ja, vielleicht haben wir uns mal auch geirrt. Nach so einer Katastrophe muss doch die Frage, nach so einer historischen Katastrophe wie dem Scheitern des Sozialismus, muss doch die Frage erlaubt sein, vielleicht haben wir auch oder Sie irgendwo was falsch gemacht. Richtig, wir sollten überlegen, was war falsch in der DDR, was war richtig in der DDR. Aber dazu muss man doch sagen, dass solche Propaganda und solche Sendungen wie der Schwarze Kanal sehr viel dazu beigetragen haben, die DDR zu ruinieren. Das ist doch der springende Punkt. Jetzt wiederholen Sie sich. Ich wiederhole mich. Jetzt trifft Sie der Vorwurf mehr? Nein, ich werde mit dem letzten, mit dem Anfang, womit wir vor der Pause aufgehört haben. Mit meiner These, die Baumauer war ein Friedensbauwerk. Das heißt, der Vorwurf trifft Sie nicht? Natürlich nicht. Außerdem ist eine Wiederholung, das war ja schon ein paar Mal gesagt worden. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis für mein Alter. Das tut auch manchem weh, wie gut mein Gedächtnis noch ist. Ja, unser Gedächtnis ist auch gut, Herr Schnitzler. Da liegt aber von Anfang an ein Irrtum drin. Zum Beispiel, weiß der Historiker, was Deko 2 war? Ja. Klären Sie uns auf. Deko 2. Deko 2 war im Frühsommer 1961 ein Plan der Bundeswehr, ist von Professor Norden entlarvt worden, ein Plan der Bundeswehr, wonach die Bundeswehr nicht aus dem Stand, sondern aus der Manöverbewegung des Sommermanövers heraus einen Vorstoß aus dem Raume Hannover unternehmen sollte in Richtung Brandenburg. Aus West-Berlin sollte ein Gegenstoß kommen, denn in West-Berlin gab es ja entgegen allen internationalen Abmachungen Reservisten der Bundeswehr. Es gab die Bundeswehr in West-Berlin, das müssen Sie wissen. Woher sollen Sie das wissen? Sie unterliegen ja Ihren Medien. Ich bin nicht fertig, ich fange gerade erst an. Aber es ist nicht passiert. Ich möchte jetzt nicht unterbrochen werden, verflucht nochmal. Aber es ist nicht passiert. Die Bundeswehr hat doch die DDR nicht angegriffen. Sind wir uns darüber einig zumindest? Lassen Sie mich doch mal ausreden. Die lassen die Herren ja auch ausreden. Ich lasse ja auch nicht immer alle ausreden. Doch. Ich finde, das geht sehr fair hier. Ich wünsche jetzt ausreden bitte zu können. Ein zweiter Keil sollte aus dem Raume Kassel entlang der Tschechoslowakei an der Nahtstelle DDR-Tschechoslowakei dann nach Norden einschlenken an der Oder-Neiße und so die DDR aus dem sozialistischen Lager herausbrechen. Das war der Plan. Daraufhin haben wir die Mauer gebaut. Daraufhin, ja, so können nur ganz, ganz dumme oder leider nicht wissende, nicht informierte Menschen lachen. Sie haben doch Ihre Kabarettnummer schon gleich am Anfang abgezogen. Ein Krieg verhindern kann. Herr von Schützer, wir haben schon festgehalten, es gibt Punkte, an denen es hier, wahrscheinlich gibt es gar keine Punkte, an denen viel Einigkeit herrscht. Dieses ist, glaube ich, das beruht aber auf Unwissen auf Ihrer Seite. Das, glaube ich, liegt im Moment daran, dass dieser Punkt viele Leute sich sehr provoziert fühlen. Ja, weil sie unwissend sind. Was wir festhalten können, denke ich, ist, dass die Bundeswehr die DDR nicht angegriffen hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie aber immer, Sie haben das Gefühl, Sie sind von vielen, vielen Feinden gestürzt worden. Mein Eindruck ist, Sie fühlen sich immer von ungemein vielen Feinden umgeben. Aber die DDR war doch eine einzige Provokation des deutschen Imperialismus. Eine einzige Provokation, das konnten Sie sich doch nicht leisten. Das steht ja schon in der Bonner Verfassung drin, dass die DDR weg muss. Wissen Sie, wer hat vorhin gesagt, Demokratie und Nichtdemokratie? Wie ist denn die Verfassung, wie sind denn die beiden Verfassungen zustande gekommen? Ich wende mich mal an die jungen Leute, ob die das wissen. In Bonn wurden parlamentarische Räte ernannt. Nicht gewählt, sondern ernannt. Diese parlamentarischen Räte haben einen Verfassungsentwurf gemacht. Mit dem sind sie auf den Petersburg zu den Alliierten gezogen. Die Alliierten haben in ihrem Verfassungsentwurf rum redigiert. Dann wurde in diesem von Alliierten redigierten Verfassungsentwurf, der wurde zum Grundgesetz erklärt und in Kraft gesetzt bei der Gründung der Bundesrepublik. Wie war das? Gewählte Landtage aber verabschiedet. Reden Sie doch keinen Unsinn. Ja, die Verfassung, in der Verfassung steht drin, es wird durch Volksabstimmung, ist die zu bestätigen. Die Volksabstimmung hat nie stattgefunden. Die steht doch in der niemals stattgefunden. So, halt, ich bin noch nicht fertig. Machen Sie den Aspekt bitte kurz zu Ende, damit wir weiterkommen. Ich bin noch nicht fertig. In der Deutschen Demokratischen Republik haben die gewählte Volkskongress, die haben einen Verfassungsentwurf. Ja, da können Sie drüber lachen. Da können Sie drüber lachen. Da hat es keine Wahlen dazu gegeben. Natürlich hat das bitte zu Ende, damit wir weitermachen können. Die gewählten Abgeordneten haben einen Verfassungsentwurf. Der Verfassungsentwurf ist dem Bevölkerung vorgelegt worden. Über den Verfassungsentwurf ist abgestimmt worden von der Bevölkerung. Und dann ist nach der Gründung der BRD
und die Inkraftsetzung des von Ausländern redigierten Verfassungsgrundgesetzes ist unsere Verfassung vom Volke freigegeben worden zur Inkraftsetzung. Herr Verlutzer, ich habe jetzt auch mal wieder eine Frage. Demokratischer ist noch nie ein deutscher Staat entstanden. Sie haben jetzt Ihre Meinung hier deutlich gesagt. Was mich wundert ist, wenn Sie sagen, Sie hatten recht, das alles war richtig, Ihre Agitation war hervorragend, wenn das alles so ist, warum ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist? Denn mein Eindruck ist, Sie müssten doch eigentlich da sitzen und mit hängenden Schultern sagen, ich habe versagt, weil mir keiner geglaubt hat. Ist das Ihre Haltung? Nö, wenn es an mir reingelegen hätte, hätten wir nicht verloren. Sie stellen immer Fragen, über die man nur global antworten kann. Finden Sie das, ja? Kann man nicht mit zwei Sätzen beantworten. Nee, Sie können ruhig drei oder vier sagen. Eben haben Sie 20 gesagt. Ich stelle Ihnen eine Hierarchie. Eine Hierarchie auf die Ursachen für die Niederlage in der DDR. Erstens, die DDR ist gegründet worden. Undenkbar wäre das gewesen ohne die Sowjetunion. Undenkbar. Ja, und die Bundesrepublik undenkbar ohne Amerika. Ja, das ist wahr. Ja, gut. Und die Sowjetunion hat von Khrushchev angefangen, die DDR begonnen zu verraten. Khrushchev hat seinen Schwiegersohn Achubey nach München zu Strauß geschickt und mit ihm verhandeln lassen über den Preis der Preisgabe der DDR. Das ging weiter so. Das ging bis zu Gorbatschow ging das. Die Öllieferungen, von denen wir leben mussten, die Öllieferungen wurden erst eingeschränkt, verteuert und am Schluss, und Sie machen sich lustig darüber, dass wir Braunkohle abgebaut haben. Wir konnten gar nicht anders. Die Steinkohle, ja, das wird Ihnen heute, uns wird das heute aber vorgeworfen. Sie kennen Ihre eigenen Medien nicht, die das verbreiten. Also, Herr von Schnitzer sagt, die DDR wurde verkauft. Jetzt kommt der zweite. Bitte noch den zweiten Punkt. Jetzt kommt der zweite Grund. Der zweite Grund war, dass die DDR ein vorgeschobener Posten des Sozialismus war. Und deswegen das Hauptfeuer gegen den Sozialismus richtete sich gegen die Deutsche Demokratische Republik. Das Hauptfeuer. Mit Kriegsdrohung, mit militärischer Bedrohung, mit Embargo. Ganz am Anfang hat bereits Adenauer die Lieferung von Steinkohle aus dem Ruhrgebiet verboten für uns. Mit einem unglaublichen verdeckten Krieg. Sie war das der zweite Aspekt? Der gehört noch einiges zu, der gehört noch Herr Lummer dazu. Herr Lummer gehört dazu. Denn an dritter Stelle, ja. Das war ja die Frontstadt Berlin, von der aus der verdeckte Krieg gegen uns geführt wurde. Ja. Und der dritte, und dann kommt als dritter Grund erst, als dritter Hierarchie, als dritter kommt das, was wir hätten anders machen müssen. Hätten anders machen können. Gut, ich bin nicht bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren, was wir hätten anders machen müssen, sondern ich bin bereit, mit Ihnen zu diskutieren, was richtig war, was gut war und was bitter nötig wäre, dass es das heute noch gäbe. Es gibt nur einfach sehr viele Leute, Herr von Schnitzer, die das andere auch diskutieren wollen. Herr Lummer, Sie haben schon Platz 3 eingenommen. Ich bin der Meinung, das schmeichelt Ihnen wahrscheinlich. Auch Herr Schnitzler sollte mich nicht überschätzen, aber ich selber tue es jedenfalls nicht, das ist die Hauptsache. Nur, Herr von Schnitzler, nach der sogenannten Wende, wie Sie sagen, wurde ein Parlament gewählt, Volkskammer, ja, da haben sich die ganzen Bonner Abgeordneten bei uns herumgetrieben. Die wurden frei gewählt im Bereich der DDR. Frei gewählt, und außerdem die Gründung der PDS, oder nicht die Gründung, Entschuldigung, die Namensänderung war ja unter dem Signum gemacht worden, wir wollen die DDR erhalten. Wenn die Leute in der ehemaligen DDR bereit gewesen wären, diesen Staat zu erhalten, dann gäbe es ihn heute noch. Nur die waren nicht bereit dazu. Sie haben in einer freien Entscheidung erst gewählt und hat das Parlament entschieden, Sie wollten den Anschluss an die westliche Republik. Das ist eine historische Realität, da können Sie reden und drehen und wenden, was Sie wollen. Sie kommen dabei nicht auf den grünen Zweig. Sie könnten eine einzige Diskussion. Sie haben eine Frage noch aufgeworfen, und über freie Wahlen. Sie haben so lange geredet. Krieg und Frieden im August 1961. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, die Kriegsfrage stellte sich zweifellos, weil die DDR in ihrer Existenz bedroht war durch die Fluchtbewegung und auf der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt des sogenannten proletarischen Internationalismus, später als Brezhnev-Doktrin bekannt, die sozialistischen Länder, die Sowjetunion, nicht bereit war, irgendein Land freiwillig zu entlassen. Weder 56 in Ungarn, noch 68 in der Tschechoslowakei, noch eben zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. 60 in der DDR. Und deshalb war die Kriegsfrage gestellt, nur aus dem einzigen Grunde, weil der Kommunismus, sprich die Sowjetunion, nicht bereit waren, ein Land auf demokratische Weise aus ihrem System zu entlassen. Soweit ist dann richtig.
Wir haben ein Problem, dass wir die historischen Tatsachen, die Menschen, die hier sind, verschieden beurteilen, was ja an sich nichts Schlimmes ist. Das sind nicht historische Tatsachen, die Herr Lummer gerade aufgeführt hat. Die historischen Tatsachen verschieden beurteilen, habe ich gesagt. Uns nicht zu entlassen, denn wir waren nicht ihre Gefangenen, wir waren freiwillige Verbündete. Wir waren freiwillige Verbündete mit der Sowjetunion. Also, viele Wortmeldungen aus dem Publikum, da drüben der Herr war dran. Sie kommen auch dran. Sie kommen auch gut. Dann fangen wir bei Ihnen gleich an und dann zu Ihnen. Ich kann Sie nicht mal sehen, weil ich Ihnen den Rücken ziehe. Ja. Dort. Entschuldigung. Also, Herr Schnitzler, ich denke, Sie jagen einer Fiktion nach. Das fängt schon mit dem Begriff der Arbeiterklasse an. Ich kann Ihnen aus meiner Familiengeschichte auch erzählen. Ich habe meinen Vater in Plötzensee verloren. Und ich weiß auch, was Faschismus ist. Aber das rechtfertigt nicht die Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen worden sind. Und das rechtfertigt keine Gulags und das rechtfertigt nicht, dass politisch Andersdenkende verfolgt wurden und dass eine Mauer gebaut wurde, um sie an einer Flucht in die Freiheit zu hindern. Ja? Und das alles haben Sie nicht begriffen. Ja? Dass Sie, obwohl ich gestehe, es wird wohl so sein, dass Sie sich gegen den Nationalsozialismus und seine Diktatur gewandt haben, dann nicht erkannt haben, dass das, was danach gekommen ist, eine ebensolche Diktatur gewesen ist. Gleich geht's da weiter. Sie hängen einer ganz alten Ideologie an, der Totalitarismusdoktrin. Die Totalitarismusdoktrin ist heute die Erklärung für sehr viel. Und die ist falsch. Nee, die ist richtig. Die Totalitarismusdoktrin ist ein Irrsinn. Hitler hat einen Schnurrbart, Stalin hat einen Schnurrbart, also ist rot gleich braun. Ja, so primitiv argumentieren Sie, wenn man das reduziert. So reduzieren Sie aber. Wenn Sie weiter nichts dagegen einzuwenden haben, als Schnurrbärte war, also dann sind Sie am Ende. Also ich erweitere die Frage, Herr von Schnitzer. Es ist so, dass viele Leute sagen, Sie sind in Ihrer Argumentation sehr kühl, sehr berechnend, aber absolut emotionslos. Sie sind uninteressiert an den Menschen und ihren Schicksalen. Würden Sie das teilen? Ganz im Gegenteil. Heute ist die Rede von der neuen Mitte. Herr Kohl hat sich an die neue Mitte gewandt. Herr Schröder hat sich an die neue Mitte gewandt. Und in der Mitte steht in Wirklichkeit nichts anderes als Monopol und Profit. Das ist die neue Mitte. Das ist die uralte Mitte. Bei uns gab es auch eine Mitte. Im Mittelpunkt stand nämlich der Mensch. Was wir getan haben, haben wir für den Menschen getan. Auch wenn wir mal Unrecht getan haben sollten, ist das zum Grunde gewesen, für den Menschen sollte es sein. Ist es dann nicht gewesen, zugegeben. Gebe ich alles zu. Also die Leute, die in Gefängnissen gesessen haben, Sie sagen jetzt eben, Herr von Schnitzer hat eben gesagt, das war das erste Mal, glaube ich, er gibt zu, dass es da Fehler gegeben hat. Also gab es Fehler in dieser Richtung, Menschen zu inhaftieren? Das erste Mal, dass er das gesagt hat. In dieser Sendung, meine ich. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Sie müssen aufpassen, ein bisschen mehr, wenn Sie so eine Sendung leiten wollen. Aber wenn Sie zuhören, wäre schön. Ich bin nicht gekränkt. Ich finde, Sie machen einen sehr eitlen Eindruck und schon noch den Eindruck, als macht es Ihnen Spaß hier. Das soll es ja auch. Aber ich würde gerne, nein, dass Sie die Frage beantworten. Nein, es macht mir nicht Spaß. Ich halte es für traurig, wenn so viele ernstzunehmende Menschen derartig verbittert sind und derartig verblendet sind. Ich habe das Wort verblödet habe ich unterdrückt eben. Also tun Sie mir den Gefallen, antworten Sie auf die Frage. War das falsch? Kann ja sein, wir haben es nicht verstanden. Wenn Sie es nochmal sagen, verstehen wir es umso besser. Ist es so, dass Menschen, die in DDR-Gefängnissen gesessen haben, dass Sie jetzt sagen, da sind Dinge falsch gelaufen, die Sie nicht in Ordnung finden? Das muss man doch differenzieren. Sie wollen doch nicht sagen, dass in Bautzen nur Unschuldige gesessen haben. In jedem Staat kommt auch Unrecht vor. In jedem Staat der Welt. Ich habe nicht von ungefähr auf die Opfer des Kalten Krieges hingewiesen, die mehr fahren, dass einer nicht Lokomotive fahren durfte, sondern Berufsverbot bekam, weil er Kommunist war. Oder dass eine Frau, die nicht Mitglied der DKP war, ins Gefängnis wanderte, weil sie Kinderferien in der DDR organisiert hat. Das nennen Sie Freiheit, ja? Es geht weiter mit dem Publikum, Sie kommen auch dran, aber bitte die Herren mit dem Mikro. Ja, meine Damen und Herren, so wie Karl Ehlert von Schnitzer es sieht mit dem Mauerbau, ich sage es ganz ehrlich, habe ich 1961 auch gesehen. Ich war begeistert dabei, als 1961 die Mauer gebaut wurde. Ich bin nämlich der am Checkpoint Charlie eine dicke weiße Linie über die Straße gezogen hatte. Und man sagte mir, die bösen Menschen im Westen, die bedrohen uns. Und mit einer Begeisterung habe ich mitgebaut. Und ich bin wahrscheinlich auch einer derjenigen, der Ihre Sendung sehr engagiert und sehr fleißig gesehen hat. Denn ich war unter anderem auch 15 Jahre Kulturoffizier im Wachregiment beim Ministerium für Staatssicherheit.
Und diese, Ihre Sendungen waren für uns Pflichtveranstaltung, um das aufzunehmen. Aber mir hat sich mehr und mehr die Frage aufgedrängelt, wieso habe ich mit einer hohen Ausbildung mir von Karl Edard von Schnitzler sagen müssen, wie ich bestimmte Dinge sehen muss? Ich war ja ein erwachsener Mensch. Aber er hat mir gesagt, so und so wird das gezeigt und du musst das jetzt so und so sehen. Und wenn hier über die Mauer geredet wird, Sie wissen, der Jahrestag der Grenztruppen ist der 1. Dezember. Und 1986 wurde bereits der 40. Jahrestag gefeiert. Grundlage war ein Befehl vom 4. Dezember 1946, als nämlich in Dresden, Chemnitz und Bautzen die ersten drei Gefängnisse eingerichtet wurden für illegale Grenzübertreter. Das war Jahrestag der Grenztruppen. 1952 wird die Grenze durch Deutschland geschlossen, ein 5 Kilometer Sicherheitsstreifen wird errichtet. Habe ich nie im Schwarzen Kanal was darüber gehört. Ein Sicherheitsstreifen wird errichtet, die der negative Personen werden zwangsevakuiert. Und das Ministerium für Stasi, dem ich lange angehörte, hat diese Zwangsevakuierungen unter der Tarnbezeichnung Aktion Ungeziefer durchgeführt. Kann man nachlesen in den Dokumentationen. Herr Koch, tun Sie mir einen Gefallen, stellen Sie dann eine konkrete Frage an Herrn von Schnitzler. Ich habe jetzt hier eine Reihe von Dokumenten, wie Karl Edard von Schnitzler unter anderem bei den Grenztruppen der DDR, sehr gerne im Grenzregiment 42, besonders zu den Weihnachtstagen. Jawohl. Und dort hat er natürlich auch das geredet, was ich am Anfang geglaubt habe. Nur bin ich 1990 in die DDR-Archive gegangen. Und ich konnte das vergleichen, was man mir versuchte mal beizubringen, was ich lange Zeit geglaubt habe. Zweitens mit dem, was man auch zum Beispiel im Haus am Checkpoint Charlie den Menschen der Welt gesagt hat. Aber mit allem Respekt, das ist der Blick von draußen. Und da kann man nicht alles sehen oder will man auch nicht alles sehen. Jetzt kommen wir aber in die geheimen DDR-Archive. Und eine Frage an Sie, Herr Schnitzler, Herr von Schnitzler. Waren Sie einmal in den geheimen DDR-Archiven und haben sich diese geheimen Dokumente angesehen? Kenne ich. Alle? Ich habe ein Archiv aufgebaut. Ich glaube, ja. Und wenn Sie von dem toten Peter Fechter reden, ja, dann hat das eine Vorgeschichte. Und dieser Peter Fechter ist nicht der Erste, sondern das war Günter Liedfien, der getötet wurde. Dann richtig, kam Göring, dann richtig, kam Huhn, dann kam Fechter, zwischendurch kam Arnstadt. Aber diese Dokumente sprechen... Aber Benno Ohnesorg war vorher nicht an der Grenze auf dem Kurfürstendamm. Wir reden jetzt über die Mauer. Wir reden jetzt über die Mauer. Und Ohnesorg war 68, ja? Und, 66. Ja. Herr von Schnitzler, was sagen Sie jetzt zu so einem Mann, der Hagenkoch? Meine Entscheidungen, über, ob ich dafür oder dagegen bin, resultieren aus meinem Wissen. Leider sehr oft, und dazu hat Ihr Schwarzer Kanal beigetragen, das fehlende Wissen. Denn uns war untersagt, die Medien aus dem Westen, sondern gefiltert zu bekommen. Und damit wird sozusagen mir bevormundet, was ich denken, fühlen und wie ich mich entscheiden soll. Darüber sollte man heute nachdenken. Herr von Schnitzler, Hagenkoch hat Ihre Sendung gesehen. Direkt antworten. Und was machen die Medien heute und was haben die Medien zu Adenauers Zeiten und zu Schmidts Zeiten gemacht? Haben die ihn nicht voreingeredet, wie sie etwas beurteilen müssen? Ist das nicht der Inhalt der Propaganda überhaupt? Propaganda ist nichts Gutes und nichts Schlechtes. Akte, die das Ministerium für Staatssicherheit über mich als Offizier angefertigt hatte. Und eine der schlimmsten Szenen ist darin, dass meine Frau beschuldigt wird, aktiv Westfernsehen gesehen zu haben. Und dafür bin ich disziplinarisch zur Verantwortung gezogen worden. Nur weil ich eine eigene Meinung bilden wollte. In der Bundeswehr war das Empfangen von DDR-Sendern, auch Rundfunksendern, auch verboten. Vom Deutschlandfunk. Das ist Quatsch. Ich war in der Bundeswehr. Sie sicherlich nicht. Es ist verboten gewesen. Ich bin Reserveoffizier und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, das war nicht verboten. Also für alle, die, weil der Herr kein Mikro hatte, ich sag's nochmal, weil sie kein Mikro hatten, der Herr sagt, er war Reserveoffizier und durfte in der Bundeswehr DDR. Ich war auch 15 Monate in der Bundeswehr, da hat es keinen interessiert. Was man allerdings angeben musste, waren Fahrten in oder durch den kommunistischen Machtbereich. Mauerfalls bin ich bei der Bundeswehr gewesen, vor den Jahren 89 und 90. Und ich bin zurzeit Leutnant der Reserve. Und ich kann Ihnen ganz deutlich versichern, dass man zwar Fahrten in die DDR angeben sollte und musste, aber dass das Sehen von DDR-Fernsehen mit Sicherheit nicht verboten war. Wir haben eine Klassenfahrt in die DDR gemacht, damit wir mehr über die DDR kennenlernen. Es ist mir nicht bewusst, dass wir Besucher von anderen Klassen der DDR in der Bundesrepublik hatten. Haben Sie aber wenig gelernt. Danke für die Wortmeldung. Herr von Schnitzler, ich finde, das ist ein sehr kraftvolles Argument. Ihnen mag das anders gehen. Ich habe damals auch Klassenfahrten hierher gemacht und umgekehrt hätten wir uns auch gefreut. Auf Klassenfahrten, was wird Ihnen denn da gezeigt? Und wie werden Sie denn da vorbereitet, wenn Sie auf so eine Klassenfahrt gehen?
Was wird Ihnen denn gesagt, was Sie denken müssen, was Sie sehen müssen? Das ist Unsinn. Das ist da keine freie Entscheidung gewesen. Was wir sehen mussten, weil wir uns geweigert hatten, die ganze Zeit mit unserer Reiseleiter rumzumarschieren, wurde uns das Essen gestrichen, Jugendtouristhotel Egon Schulz, so lange bis wir uns zum Stasi-Abend also gegangen der, sind. Der Unterschied ist doch, so, was einen, nämlich. So simpel das klingt, die einen konnten, die anderen nicht. Das ist doch ein Riesenunterschied, oder? Wenn man die Situation der DDR von ihrer Gründung an betrachtet, dann muss man zugeben, dass sie von Anfang an bedroht war. Und es wäre eine Affenschande, wenn die Regierung eines solchen Staates, der ständig auf allen Ebenen bedroht wird, nicht entsprechend an den Grenzen und im Innern die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen treffen würde. Sowohl an den Grenzen als auch im Innern. Ich möchte noch einen Satz zu Hagen Koch, der nun sagt, er war Stasi-Offizier und er war ein bekannter Stasi-Offizier, der irgendwann gesagt hat, er wollte das Ganze nicht mehr glauben. Das gibt es. Das sind doch viele. Natürlich gibt es das. Ist der jetzt in Ihren Augen Verräter? Nein, er ist ein Opfer. Ein Opfer von wem? Ein Opfer der Medien. Ein Opfer der Medien heißt ein Opfer der Westmedien. Natürlich. Herr Koch, Sie sind ein Opfer der Westmedien? Nee, ich habe die DDR-Archive gelesen und da war keine Westfernsehkamera dabei. Herr Verschnitzler, ich habe hier zwei Dokumente mit, wie die Mauer aufgebaut wird. Nicht um die Bedrohung von Westen aufzuhalten, sondern um die Bewegung von Ost nach West zu verhindern. Herr Koch, ohne jetzt visionär also zu sein, ich glaube, Herr Verschnitzler wird Ihnen nicht glauben. DDR-Dokumente, wenn wir Ihrer Logik folgen müssen, müssen wir doch die Leute noch für Verstoß gegen geltendes DDR-Recht vor Gericht stellen. Scharf untersuchter Verstoß gegen geltendes DDR-Recht. Der Kfz-Sperrgramm ist verkehrt rum. Hat viel Geld gekostet, müssen wir die heute noch vor Gericht holen. Oder die Bundeswehr verklagen wegen Zahlung, weil wir damit die Verteilungsbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland gestärkt haben. Hat ja keiner geschafft, rüberzukommen. Herr Koch, ich schlage vor, Sie übergeben die Argumente nachher. Ich glaube aber, dass Herr von Schnitzer, dass er dennoch bei seiner Meinung bleiben wird. Wollen Sie dazu einen Satz sagen? Danach hat Herr Dr. Wolle das Wort. Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Ich habe vorhin gesagt, es gab zwei Gründe für den Mauerbau. Das erste war die Frage des Friedens, der Erhaltung des Friedens. Und das zweite war die Beendigung der Fluchtbewegung. Und Sie werden zugeben, Sie haben selber gesagt, als die Mauer gebaut worden war, haben Sie zuerst mal sich gefreut. Haben Sie gesagt. Ja, und wie ging es denn mit der Wirtschaft weiter? Auf einmal konnten die Gesetze des Sozialismus angewandt werden. Es ging mit der Wirtschaft aufwärts. Und die Mauer hat noch was erreicht. Die Mauer hat erreicht, dass der Adenauer gestürzt wurde. Die Mauer, jawohl, 3-4 Wochen später. Ihr Parteichef, Herr Lummer, war das. Die Mauer hat erreicht, dass das Programm des Weltkapitalismus, das Rollback des Kommunismus, beerdigt wurde und das übergegangen wurde zur sogenannten neuen Ostpolitik, das heißt zur Umarmung und dabei ein bisschen erwürgen. Sie sind sofort wieder dran, Herr Lummer. Ich würde gerne noch mal bei dem Herrn bleiben, der in der DDR gelebt hat, der Zeithistoriker war und ist, Dr. Stefan Wolle. Sie machen den Eindruck, dass Sie sagen, Sie wollen so ein bisschen Ruhe, dann ein bisschen sachlich argumentieren. Haben Sie das Gefühl, das funktioniert? Ja, ich bin eigentlich traurig über die ganze Diskussion, weil im Grunde wird es kein Resultat geben auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, das ist diese Unfair. Aber Sie haben recht, ich will mich nicht wiederholen. Ich habe mir sagen lassen, Sie lieben das historische Detail. Deswegen, also erste Frage. Sie haben behauptet, Khrushchev hätte die DDR verkaufen wollen. Ja. Meine Frage lautet, haben Sie das damals auch im Schwarzen Kanal gesagt? Nein, ich werde mich hüten, das zu sagen. Und warum nicht? Wir haben es ja auch, hat auch kein Staatschef bei uns gesagt und niemand hat es gesagt. Aber wir haben dank Markus Wolf und der Hauptabteilung Aufklärung gewusst, was Herr Strauß und Herr Achoubet in München auspalavern wollten. Und in Moskau gab es damals Gott sei Dank in der Führung auch noch Kommunisten. Deswegen ist das abgelehnt worden, was Khrushchev wollte. Zweite Frage. Sie haben behauptet, und da glaube ich, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir übereinstimmen, dass Kennedy sehr gelassen reagiert hat am 13. August. Ob er sich nun gerade von einer Seite auf die andere gedreht hat, das weiß ich nicht, das wissen Sie vielleicht. Auf jeden Fall hat er politisch gelassen reagiert, weil der Mauerbau eine Defensivmaßnahme war. Das waren die drei Essentials, die nicht verletzt worden waren für die Amerikaner. Das wissen Sie alles noch genau. Insofern sind wir uns einig. Aber Sie wärmen diese alten Thesen wieder auf. Die Bundesrepublik hätte damals die DDR überfallen wollen. Glauben Sie im Ernst, die Bundeswehr oder die Adenauer Regierung hätte ohne amerikanische Zustimmung einen Angriffskrieg führen können? Es gab sicher in den USA Kreise,
in der Regierung Kreise, die zu den Scharfmachern gehören, die dafür waren. Aber jede amerikanische Administration... Kennedy war etwas realistischer, obwohl er den Krieg gegen Kuba angefangen hat, mit der Schweinebucht. Das ist eine andere Geschichte. Der Friedensheld. Kuba am Rande. Ist eine andere Geschichte. Er hat den Krieg in Europa und den Krieg gegen die Sowjetunion nicht gewollt. Genauso wenig. Haben Sie noch eine Frage, Dr. Wallet? Damit wir jetzt nicht zu sehr Kuba und alles abschweifen, alles legitim, aber dass wir ein bisschen bei der Person bleiben. Ich wollte auf die historischen Details gehen. Wir führen so gern das Wort der Wahrheit, der Mond der historischen Wahrheit. Und was Sie dann äußern, ist zum Teil also recht abenteuerlich, muss Sie ich sagen. Sie müssen doch als Historiker wissen, was damals in Zeitungen gestanden hat, in Westzeitungen. Zum Beispiel die Forderung nach einer, Polizeiaktion gegen die Zone. Ach, das sind doch warum waren wir denn überhaupt eine Zone und nicht die Deutsche Demokratische Republik? Sie beschweren sich wieder über Wiederholung und wiederholen die alten Geschichten von 61. Ich wiederhole die alte Geschichte. Begründen Sie doch mal diesen Widerspruch. Hätte denn im Ernst die Bundeswehr ohne alliierte Unterstützung einen Krieg in Europa anfangen können, selbst wenn sie es gewollt hätten? Ich zweifle nicht, dass im Ernstfalle, wenn die Bundeswehr losgeschlagen hätte, die Westmächte mitgezogen. Das ist doch Fantasie. Das ist doch wirklich also Fantasie. Einmal dazu bitte noch, Herr Lummer. Das Verteidigungsbündnis der NATO. Also erfreulicherweise sind diese Kriege ja nicht geführt worden, das zumindest können wir festhalten. Man fühlt sich in der Situation, wo man jetzt glauben muss, da auf dem Stuhl, mit roten Socken im Übrigen, sitzt der Erleuchtete. Der Erleuchtete, der hat eine Meinung und alle anderen sind Idioten. Er hat das wohl nicht ausgesprochen, aber wir sind alle bekloppt, die wir eine andere Meinung haben, weil das ist die Wahrheit, die da sitzt, verstehen Sie? So, und wenn das aber so ist, dann müsste man in der Tat rückwirkend den Schwarzen Kanal sich angucken und dann sagen, das und das und das war falsch. Und zusätzlich, was hat er heute schon alles Falsches gesagt? Herr von Schnitzler, die Mauer hat Adenauer gestürzt, haben Sie gesagt. Ja. Adenauer hat nach dem Mauerbau noch einen Wahlkampf geführt und hat die neue Regierung gebildet. Und musste zurücktreten. Und er ist dann zurückgetreten an demselben Phänomen, weshalb Helmut Kohl die Wahlen verloren hat, weil er so lange dran war und die Leute ihn satt waren und nicht an der Mauer. Das ist ihre Einbildung, zu glauben, die Mauer hätte eine solche historische Wirkung gehabt. Genauso wie es eine Einbildung ist, was sie irgendwo gesagt haben, solange es die DDR gab, ist die Bundeswehr nie ins Ausland gegangen, Bosnien oder Herzegowina, ja? Ein totaler Quatsch, historisch gesehen, aber Sie haben ihn verbreitet. Dann haben Sie gesagt, im Grundgesetz habe was gestanden vom Volksentscheid über die Verfassung. Das ist mitnichten der Fall. Das Grundgesetz spart eine Volksentscheidung aus. Es ist nur vorgesehen gewesen und praktiziert worden in einem Falle für die Länder Zusammenschlüsse zwischen Baden und Württemberg und Oldenburg und Niedersachsen. Sonst ist Volksentscheid absolut fern dem Grundgesetz, das steht überhaupt nicht da drin. Warum haben wir Zone gesagt eine Zeit lang, alle gemeinsam im übrigen Westen? Weil wir glauben, ein Staat, eine Regierung ist nur dann ausreichend legitimiert, wenn es demokratische Wahlen gegeben hat. Das ist unsere Auffassung. Und die Regierung war nach unserer Auffassung nicht demokratisch legitimiert. Später ist das geändert worden, können wir alle sagen. Und nun noch eine letzte zu dem Bedrohungsszenario. Ich bitte um Verzeihung. Das ist nun wirklich abenteuerlich, das ist das Mindeste, was man sagen muss, zu glauben, die Bundeswehr hätte irgendwen angegriffen. Da waren ja auch Abenteurer an der Regierung. Sie hätte es aus militärischen Gründen nicht gekonnt und sie hätte es auch aus politischen Gründen nicht gekonnt. Und im Übrigen sage ich jetzt Folgendes. Wenn es in der Nachkriegszeit überhaupt irgendwo aggressive Akte gegeben hat, militärische Aktionen, dann waren das Aktionen nur der Sowjetunion gegen Ungarn und gegen die Tschechoslowakei. Und sonst hat es nichts gegeben vom Westen her. Der Westen ist sogar 1956 von der ungarischen Regierung aufgefordert worden, einzumarschieren in Ungarn, um das Land zu befreien. Der Westen hat es nicht getan. Genau dieselbe Haltung wie bei der Gelassenheit Kennedy, weil man den Status quo nicht verletzen wollte und das Machtgleichgewicht nicht stören wollte. Herr Lummer, ich möchte gerne noch mal bei diesen sowjetischen Aktionen vor der Pause bleiben. Diese Aktionen sind ja im Schwarzen Kanal von Ihnen besprochen worden. Aber ja. Ich habe die Vorgänge in Prag richtig definiert als Konterrevolution. Ich habe die Vorgänge in Ungarn aus eigener Anschauung in Budapest erlebt. Ich habe im Parlament gesessen, im Souterrain. Auf der anderen Hälfte des Parlaments saß Herr Nagy und rief von da aus auf, die Rotarmisten zu töten. Und aus den Fenstern des Parteigebäudes flogen die Genossen, wurden auf die Straße zerschmettert. Das war reine Konterrevolution. Und das, was damals als offene Konterrevolution lief und verhindert wurde. Das war ein reines defensives Vorgehen der Sowjetunion und anderer. Übrigens in der Tschechoslowakei war die DDR nicht beteiligt, während ihre Leute immer behauptet haben, die DDR, die Volksarmee wäre mit einmarschiert. Die Volksarmee wäre also, Sie können jetzt noch mal richtig wütend sein. Ich sage es noch mal, das ist das, ich stelle mich, was wahrscheinlich die meisten Emotionen rauskitzelt. Wir sehen uns gleich wieder bei Ich stelle mich mit Eduard von Schnitzler. Bis dann.
Wir sind zurück, weil ich stelle mich mit Karl-Eduard von Schnitzler, dem Chefkommentator des Fernsehens der DDR. Das war der offizielle Titel damals. Herr von Schnitzler, ich glaube, es macht zwar viele Leute sehr wütend, wenn Sie sagen, das war Konterrevolution, und über diese historischen Fakten zu streiten. Kein Mensch fragt mich, wer, ob was mich wütend gemacht hat. Deshalb möchte ich gerne da genau mit Ihnen hin. Ich möchte gerne ein bisschen zu Ihrer Person. Wir haben schon was darüber gehört, dass viele Leute sagen, Sie wirken so kühl, zynisch, hat man Ihnen vorgeworfen. Hat es Sie gekränkt, dass es diesen Witz gab mit dem Schnee? Also wir springen den habe ich mit verbreiten helfen. Und machen Herrn von Schnitzler aus. Fanden Sie den gut, ja? Ein herrlicher Witz, weil er so verlogen war. Also Sie sind der Meinung, die Menschen haben Sie mit Begeisterung gesehen, oder wie? Das ist wieder das Gegenteil. Ich habe nicht gesagt, dass der Kanal war nicht zum Begeistern, der Kanal war zum Nachdenken da. Und die nachdenken konnten, haben nachgedacht, die nicht nachdenken konnten, haben ihn abgelehnt. Also nur die Elite hat sie gesehen, heißt das? Nein. Sagen Sie es uns, Herr von Schätzen. Es gab drei Etappen des Schwarzen Kanals. In der ersten Etappe habe ich einfach nur Lügen entlarvt von westlichen Politikern. Alle in einen Sack draufgeschlagen, in der Gewissheit, immer den Richten zu treffen. Das war die erste Phase. Die zweite Phase war, es gab Verhandlungen. Ich habe von den Verhandlungen nicht viel gehalten, aber es gab Verhandlungen. Da pöbelt man nicht den Verhandlungspartner an. Also ging es um die Sache, um das Wesen des Imperialismus, um das Wesen des Kapitalismus, nicht mehr um Personen. Und die dritte Etappe war die der sogenannten friedlichen Koexistenz. Und da gibt es ein schweres Versäumnis im Osten, auch bei uns, auch bei uns. Denn Lenin sagt, friedliche Koexistenz ist Fortsetzung des Klassenkampfs aus allen Gebieten, nur nicht auf dem Schlachtfeld. Das ist Lenin. Und wir haben auf allen Gebieten friedliche Koexistenz gemacht. Honecker war stolz, als er in Helsinki zwischen Ford und Schmidt sitzen durfte. Honecker war stolz, als er in Bonn empfangen wurde, Staatsempfang, Kohl. Halten Sie doch mal den Mund einen Augenblick. Kohl schämt sich ja dieses Staatsempfangs heute. Er stimmt sich auch der Bonner Politiker, die in der Schorfheide mit Honecker verhandelt haben, Wehner und so weiter. Und wir haben diese friedliche Koexistenz gründlich missverstanden und dieser Korb 3 in Helsinki war eine schwere Niederlage für uns und kein Erfolg für den Sozialismus, obwohl wir die Konferenz von Helsinki initiiert haben. Das wird gerne vergessen. Sie haben jetzt nochmal Ihre Sicht dargestellt, Frau von Schnitzler, wenn Sie noch so sehr kichern, mich interessiert dennoch die emotionale Frage. Wer hat Sie gesehen? Sie haben das immer noch nicht beantwortet. Wer hat Sie geguckt? Am Anfang haben mich über 30% gesehen. Es gibt keine politische Sendung im Westfernsehen damals, die so viel Zuschauer hatte. Herr Höfer hatte beim Sonntagsgespräch 2%. Keinmal mehr als 2%, durfte aber weiter senden. Welche Zahlen wurden denn nicht gefälscht in der DDR? Denken Sie doch an die Wahlfälschung. Ja. Davon reden wir jetzt nicht. Ich rede auch gleich über Wahlfälschung. Also Sie sagen erst 30%, wie ging es dann weiter? Dann ging es ein bisschen runter. Dann ging es bei internationalen Ereignissen hoch, weil es interessant war, was wird im Fernsehen der DDR gesagt. Und ich hatte ja ein bisschen Narrenfreiheit. Ich durfte ja trotz der falsch verstandenen friedlichen Koexistenz, habe ich ja dem Honecker gefolgt, als er sagte, Kapitalismus und Sozialismus sind wie Feuer und Wasser. Darf man Honecker nie vergessen. Ich werde es ihm nicht vergessen, auch wenn er sonst eine sehr fragwürdige Haltung eingenommen hat, namentlich ganz zuletzt. Außer in Moabit. Da. Bitte? Herr von Schnitzler, Sie können an dem Punkt gleich weitermachen. Ich finde, Herr Halt hat, auch wenn Sie gesagt haben, passt da nicht halt, hin. Sie haben das andere gesagt. Die dritte Etappe machen Sie die dritte, dann Herr Halt mit der Wahl. Die dritte Etappe des Schwarzen Kanals, da habe ich mich mehr an, die sagen Elite, ich sage an den gesellschaftlichen Kern gewandt. An Politoffiziere, einige haben was begriffen, andere haben es nicht begriffen. An Parteifunktionäre, Gewerkschaftsfunktionäre, an Lehrer, sehr viele Lehrer, die mir heute noch schreiben. Sehr viel Lehrer. Und das ging natürlich ein bisschen. Also Sie sagen, die Quote ging runter, weil es zu anspruchsvoll war. Bitte? Die Quote ging runter, weil es zu anspruchsvoll war. Dann wurde er anspruchsvoll, weil ich mich an die Elite wandte, wie Sie sagen. An den gesellschaftlichen Kern. Okay, Herr Halt, Wahlen war Ihr Thema. Also, das ist nicht mein Thema, aber es ist mein Thema. Es ist doch eine Binsenweisheit, dass in der DDR die Lüge im Zentrum stand. Die Lüge und die Menschenverachtung. Wollen Sie bestreiten, dass Wahlen dort gefälscht worden sind? Wollen Sie bestreiten, dass dort Atlanten sogar gefälscht worden sind? Dass dort überhaupt alle Strukturen
die man demokratisch verglichen hatte, zum Beispiel die Gewaltenteilung, dass das alles nur eine Show war, eine reine Inszenierung, um Leute zu verdummen, die Sie mit unterstützt haben, diese Verdummung. Ach, Sie glauben an die Gewaltenteilung, im Ernst. Sie sehen sich heute die Bundesrepublik an, wie sie heute ist, oder die alte Bundesrepublik, und glauben an die Gewaltenteilung. Die glauben ja auch an die freien Wahlen. Herr Lummer hat vorhin von den freien Wahlen in der DDR gesprochen, den ersten freien Wahlen in der DDR, 1990. Bitte, gab es eine Wahlsetzung oder nicht? Da haben sich Leute wie Sie herumgetrieben, da haben sich Leute herumgetrieben, alles Bonner Politiker, die haben bei uns Wahlkampf gemacht. Ja und? Und wenn das kein, die DDR war ein autoritärer Staat. Das lässt den Menschen doch die freie Entscheidung. Wir versuchen sie zu überzeugen von dem, was wir glauben. Die Sozen haben das ihre versucht und die PDS hat das ihre versucht. Na schauen Sie mal. So einfach ist es. Über die PDS werden Sie mich nicht in eine Diskussion verwickeln. Ich war nie Mitglied. Nein, ich werde es auch gar nicht versuchen. Herr von Schnitzler, beantworten Sie doch die Frage. Ich meine, es ist allen jetzt einleuchtend, die Frage des Herrn Hallend, der sagte, leugnen Sie, dass es keine freien Wahlen gegeben hat, leugnen Sie, dass es Wahlfälschung gegeben hat. Es macht ja Sinn, aus Ihrer Sicht dann immer auf den Klassenfeind zu gucken, aber viele Menschen interessiert die Antwort der Frage. Also erstens hat es einen Sinn, auf den Klassenfeind zu gucken, ganz falsch wegzugucken und ihn sogar zu leugnen, wie es heute, letzte Mal, dass ich das Wort PDS in den Mund nehme, wie es heute geleugnet wird, so von der PDS geleugnet wird, Klassenkampf in Klasse. Die freien Wahlen, von denen halte ich überhaupt nichts. Das ist eine lügnerische, wenn Wahlen wirklich etwas verändern könnten, wären sie längst verboten, ihre freien Wahlen. Also, das war die Antwort für Herrn Hallend. Herr von Schnitzler, ich habe noch eine emotionale, persönliche Frage. Also, das ist die Weltsicht von Herrn von Schnitzler, die er jetzt so sagt. Sie dürfen da brummeln, aber er sieht es so. So wie ich Sie sehe, also in Ihrem Selbstverständnis als Kämpfer, immer noch als Kämpfer und immer noch mit dem alten Weltbild, hatten Sie irgendwann, nachdem das alles zusammengebrochen war, hatten Sie irgendwann das Gefühl, Sie sagen ja, Sie haben das sehr gut gemacht und Sie haben das sehr klug gemacht, die Leute haben nicht drauf gehört. Hatten Sie das Gefühl, ich habe versagt, jetzt müsste ich abtreten? Oder hatten Sie auch das Gefühl, dass Sie sagen, ich verschwinde jetzt oder ich bringe mich um? Nein, ich war ja der Erste, der überhaupt abgeschossen wurde. Am 30. Oktober 1989 schon, weil ich an der Front stand. Weil ich an der Front stand, weil ich im vordersten Schützengraben stand, im Kampf gegen den Imperialismus, weil ich das nicht aufgegeben habe und auch heute nicht aufgebe. Der Frust, der dann bei der sogenannten Wende, dieser schleichenden Konterrevolution, der Frust, der mich befallen können oder auch theoretisch befallen müssen, den habe ich mir runtergeschrieben mit meinem Buch Der Rote Kanal. Sie würden sagen, Sie sind sowas, so eine Art Held, oder? Wie? Würden Sie sich als so eine Art Held sehen? Aber ich habe von Helden ganz andere Vorstellungen. Hier sind einige, die offensichtlich keine Helden sind. Ja, Herr Lummer, dann Frau von Schnitzler, ja? Oder wollen Sie sofort? Die Damen zuerst, bitte. Darf ich Ihnen vorher eine Frage stellen? Ich würde gerne wissen, sehen Sie, ich meine, Sie sind verheiratet, Sie leben sicher, sehen Sie die Dinge immer gleich? Funktioniert nur dann so eine Ehe? Nein, nein, wir haben Gott sei Dank sehr viel Streit, sonst wäre es scheiß langweilig. Aber die grundsätzlichen Dinge sehen Sie ähnlich? Ja, an sich ja. Jetzt Ihre Frage. Ich lebe 38 Jahre lang hier, davon 30 Jahre in der DDR und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich habe, zuerst wollte ich auf Herrn Held, Haid, entschuldigen Sie, diese Held-Diskussion hat mich jetzt einen Moment verwirrt. Sie haben etwas über Atlantenfälschungen gesagt. Wenn ich richtig verstehe, sind die Atlanten Landkarten. Richtig. Ja. Und Sie sagen, die DDR hat Landkarten verfälscht. Richtig. Ja. Ich habe das anders wie erlebt. Ja. Aha. Tun Sie uns einen Gefallen, sagen Sie wie, damit er was sagen kann. Ja, damit die Spannung nicht ins Unermessliche steigt. Ich habe Landkarten von der Bundesrepublik gefälscht, wenn man das so sagen kann. Wenn man das so sagen kann, dass eine Landkarte richtig ist, wenn man Berlin an die Westgrenze von der DDR schafft. Ich habe mit Amerikanern gesprochen und diese Amerikaner waren bass erstaunt. Wie ist das möglich, dieser Riesenkampf um Berlin? Berlin ist ja an der Grenze Bundesrepublik DDR. Und da habe ich gefragt, Kindermensch, Berlin ist ja 180 Kilometer mitten der DDR, kann man wohl sagen, beinahe in der Mitte, nicht? Frau von Schnitzler, stellen Sie ihm eine Frage jetzt, ja?
Oder wollen wir es als Statement stehen lassen? Oder haben Sie eine konkrete Frage? Ich hätte gerne sogar beinahe als Statement stehen gelassen. Gut. Ja. Und dann hätte ich noch etwas von Sie oder von Ihnen gefragt. So richtig? Ja, fragen von Sie Ihnen? Mich. Von Ihnen. Ja. Wie ist das möglich, dass Sie sogar, in eine Aussage, die eine Minute vor Ihnen passiert, wenn Sie es wiederholen, das Falsche sagen? Sie wiederholen nie das, was der Delinquent sagt, sondern ergänzen es mit Ihren Worten und schieben das Ganze in eine andere Lichtwinkel. Frau von Schützer, machen Sie das? Ich finde es fast ein bisschen rührend, dass Sie das jetzt sagen. Also wenn ich Sie richtig verstehe... Es ist ganz sicher eine Rüge. Ich meinte rührend. Das habe ich Rüge. Es rührt mich. Ich empfinde es nicht so sehr als Rüge. Also Sie haben es als Rüge formuliert. Ja, Ich nehme das zur Kenntnis. Ich meine, mich rührt es fast ein bisschen, weil mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass das eigentlich die Disziplin Ihres Mannes ist. Aber ich denke, jeder sollte sich darüber sein eigenes Urteil machen und ich hoffe, dass wir uns darauf freundlicherweise einigen können. Mein Eindruck ist, dass das eher die Disziplin Ihres Mannes ist, einzelne Dinge rauszunehmen und dann zu verdrehen. Ich bin gern bereit, mit Ihnen darüber nach der Sendung zu diskutieren. Wir reden gerne nach der Sendung darüber. Die Rüge, wie gesagt, weise ich zurück. Gleich, Herr Nummer, möchten Sie was dazu sagen, Herr Halt? Ja, bitte. Möchten Sie was dazu sagen, Herr Halt? Also genauso wie die Wahlfälschung eine Binsenweisheit ist, liebe Frau, ist die Fälschung von Landkarten auch eine Binsenwahrheit. Es gab Orte, die gab es gar nicht und Orte, die es gab, die hat man nicht eingezeichnet. Also das ist nachgewiesen. Ich weiß gar nicht, warum Sie alle Tatsachen so schlicht bestreiten wollen. Und Sie haben noch nicht mal eine klare Antwort darauf gegeben, Herr von Schnitzler, ob die Wahlfälschung tatsächlich stattgefunden hat. Bestreiten Sie das wirklich? Doch. Es hat idiotischerweise bei den letzten Wahlen ein paar Leute, Funktionäre gegeben, die geglaubt haben, sie müssten also die 99% erreichen, die vorher ehrlich waren. Und dann haben sie 4 oder 5% geschummelt. Jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen, 90%, da wäre jeder Bonner Politiker, würde sich die Hände für reiben und dankbar sein, wenn er die hätte. Wir haben doch nicht verändert. Die haben doch nicht verändert damit. Also der Unterschied ist, glaube ich, darüber sind wir uns einig, da gab es auch ein paar mehr Parteien. Frau von Schinzer wird jetzt sagen, ich drehe wieder Ihrem Mann das Wort im Munde um, aber vielleicht können wir uns darauf einigen. Der Herr bitte in Grün. Wir haben ja nun die Einlassungen dieses senilen alten Schwätzers lange genug über uns ergehen lassen. Ich frage mich so allmählich nach dem Sinn der Sendung. Soll hier nun ein alter, kalter Krieger aufgewertet werden oder der schwarze Kanal? Da sitzt ja vor Ihnen der kalte Krieger. Herr von Schnitzler von Ungarn spricht, dann verschweigt er, dass das Rákosi-Regime zum Untergang verurteilt war. Wenn er von Wehner spricht, dann verschweigt er, dass Wehner in der DDR war, um sich hier für Häftlinge einzusetzen. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, wunderbar. Und ich frage mich also, was soll das Ganze? Ist das also eine Sendung mit einem Roten für die Quoten oder soll hier ein alter Krieger nun aufgewertet werden? Also, ich beantworte die Frage, dann kann Herr Lummer was sagen. Meine Antwort lautet folgendermaßen, dass so viele von Ihnen hier sind, dass es so viel Resonanz gibt, hat damit zu tun, dass es ein Gesprächsbedürfnis gibt. Das ist mein Eindruck. Und ob dieses Gesprächsbedürfnis durch Herrn von Schnitzler befriedigt wird, durch seine Antworten, müssen Sie für sich alleine entscheiden. Wir sind 10 Jahre nach dem Mauerfall und wir tauschen diese unterschiedlichen Positionen aus. Mehr, denke ich, kann man in einer Demokratie erstmal nicht machen. Also das als Antwort von TV Berlin. Herr Lummer, jetzt bitte zu Herrn von Schnitzler. Also um das nochmal aufzunehmen, also diese Sendung, über die man sich natürlich Gedanken machen muss, wird gewiss nicht ein Wiederbelebungsversuch sein, weder für die Person noch für den Schwarzen Kanal. Dazu trägt die Person hinreichend selber bei, dass dieser Wiederbelebungsversuch gar nicht gelingen kann. Aber ich finde, man muss die Sache versuchen, auf den Punkt zu bringen. Das ist ja so schwierig. Wir werden ihn ja nicht verändern können, aber man soll doch den Punkt mal ermitteln, wo der Zynismus und das Falsche ganz offenkundig sind. Er hat eben einen wirklich, Herr von Schnitzler, einen sehr deutlichen Satz gesagt und man muss ihn sich zergehen lassen auf der Zunge. Er hat gesagt, wenn freie Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie längst verboten. Und stellen Sie sich mal vor, in Amerika würden freie Wahlen nichts verändern. Da hat es große Präsidentenwechsel gegeben, die politischen Richtungen haben sich geändert. Aber die natürlich sind die Kommunisten nicht drangekommen, Herr von Schnitzler. Die haben keine Chancen in freien Wahlen. Das ist das Problem, was sie wahrscheinlich innerlich mit sich herumschleppen. Auch die Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland haben einiges verändert. Die Wahlen in Frankreich, dramatische Veränderungen mit sich gebracht. In Italien, überall ist das der Fall gewesen. Und Sie sagen im Grunde,
Die Wähler sind alle zu dämlich. Die Partei hat immer recht. Die muss bestimmen, was im Lande vor sich geht. Wahlen mit der Stimme des Volkes können dazu überhaupt nicht geeignet sein. Und das ist Ihr Menschenbild, was dahinter steckt. Ein zynisches Menschenbild, davon ausgeht, Sie haben Ihren Weg gelebt. Sie konnten über die Grenze gehen. Ihre Frau ist da gelegentlich irgendwo aufgefallen. Und Sie haben ein ganz anderes Leben gelebt als der Mensch, der normal in der DDR. Der hatte ja nicht die Chance, diese Doppelbödigkeit zu erleben und die andere Seite auch zu erleben. Und das, was an Zynismus darin zum Ausdruck kommt, einerseits in der Widerspruch zwischen dem persönlichen Leben und den Ideen, die man vernünftigt, und dann noch in diesem Satz, Wahlen können nichts verändern, das Volk ist nämlich zu dämlich dazu, das entlarvt, dekouvriert so ungeheuerlich, dass wirklich von Wiederbelebung kann heute nicht die Rede sein. Zynismus, häufig gehört der Vorwurf heute. Ich beteilige mich nicht. Ich beteilige mich nicht an Ihrer Wählerbeschimpfung. Wir haben die Wähler beschimpft. An der beteilige ich mich nicht. Ich halte nur, mir tut es weh, weil Sie von Emotionen sprechen. Mir tut es weh, wenn Wähler mit ihrem Willen derartig manipuliert werden, dass sie gegen ihr eigenes Interesse ihre Stimme abgeben. Für irgendwelche anonymen Kräfte. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es jetzt einen Machtwechsel aufgrund des 27. September gegeben hat. In der Nacht zum 27. September hat Herr Henkel, nicht Henkel Trocken, sondern Herr Henkel, einen Besuch bei Schröder gemacht. Ja. Wollte sich bedanken dafür, dass Schröder versprochen hat, wir werden nicht alles anders machen, aber manches besser. Es hat doch keinen Machtwechsel gegeben. Die Macht hat doch ganz jemand anders. Das haben doch nur die Mächtigen, die Lenker des Staates, haben doch nur die ermatteten Pferde gewechselt. Das ist das Ergebnis dieser Wahl, von der Sie so viel sprechen. Räumen Sie weiter von Ihrer DDR! Also jetzt die Dame im grünen Publikum. Herr Schnitzler, ich bin in der DDR groß geworden. Ein bisschen lauter, bitte. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich sitze hier. Und ich stelle eine Frage nicht als Chef des Schwarzen Kanals, sondern als Mensch und als Kommunist. Ich bin 1984 bis 88 unter operativer Personenkontrolle gewesen und musste im Dezember 1992 in meiner Akte feststellen, dass gleich 7 Bilder meiner minderjährigen, 7- und 8-jährigen Kinder mit drin waren. Das heißt, sie wurden gleich mit mir gemeinsam observiert. Warum? Was haben meine Kinder, meine minderjährigen Kinder, mit meiner politischen Einstellung zu tun? Ich habe einfach nur meinen Kopf, meinen eigenen Kopf zum Denken genutzt. Nicht den ihren und nicht den irgendeiner Riege, sondern meinen eigenen. Warum haben Sie meine Kinder mit observieren lassen? Das weiß ich nicht. Nein, das waren Sie nicht, aber Sie haben diesen Staat so vertreten, dass Sie dafür auch gerade stehen müssen, denke ich mal. Ich möchte eine Antwort als Mensch. Ich bin ein absoluter Gegner des jeglicher Sippenhaft. Ja. Absoluter Gegner. Was hätten Sie mir denn geraten, dagegen zu tun? Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, wenn ich sage, ich bin gegen die Sippenhaft. Ich habe das bewiesen mehr als einmal in meinem Leben. Ich kann Ihnen beweisen, dass in meiner Generation unter dem NS-System Sippenhaft gab und unter dem Kommunismus wieder. Und ich kann Ihnen meinen eigenen Leib erleben und Ihnen das beweisen. An den Stasi-Akten. Kommen Sie mal nicht mit so einer Ausrede, Entschuldigung, das ist meine Heiserkeit, mit so einer Ausrede, von wegen keine Sippenhaft, und Sie haben nicht gewusst, Sie hatten alle Voraussetzungen, alle Informationen zu kriegen. Sie haben die Möglichkeit gehabt, auf jeder Schiene der Politik und überall, hatten Sie die Möglichkeit, das zu wissen und dagegen was zu unternehmen. Wenn Sie nur irgendwie eine kleine Erkenntnis aus Ihrer Vergangenheit, wo Sie ja mal gelitten haben unter NS-System, wenn nur irgendwie eine kleine Erkenntnis bei diesen Starrköpfen mal dazu geführt hätte, dass man sagt, das werden wir in der DDR nicht wiederholen. Nein, Sie haben das genauso gemacht. Und meine Familie, mein Sohn, alle hatten Sippenhaft. Meine Frau als Ärztin Sippenhaft. Ich war ja auch wie er. Sie sagten, er ist ein Verfolgter. Nicht? Opfer. Ich war ja auch ein Opfer. Als Offizier der Luftstreitkräfte macht man sich natürlich klar, wenn der Vater im KZ war. Und dann einmal tritt man gegen diesen Staat auf, wie es mir ja gelingen ist, und schickt den Honecker, Büro Honecker, den Parteiaustritt in den 70er Jahren. Und die sind so beleidigt darüber, dass dieses Schwein, dieser Großklaus, auf die Idee kommt, das NS-System mit dem kommunistischen System, dem SED-System zu vergleichen. Können Sie sich vorstellen, was da rausgeantwortet ist? Und wenn Sie mir sagen wollen, es gibt in dieser DDR, ich habe Glück gehabt, ich bin nicht in den Knast gekommen. Es gibt so viele Leute. Ich unterbreche Sie jetzt, damit wir beide schaffen. Sie sind angekommen, Sie kriegen auch eine Antwort. Ich möchte gerne, dass die Dame im Grün die Antwort vorher kriegt und dann kriegen Sie Ihre auch.
Erstmal, Sie haben jetzt gesagt, na, Sie hätten Verständnis und Sie wären dagegen. Das klingt so ein bisschen so wie... Ich habe gesagt, ich bin ein Gegner der Sippenhaft. Ich habe nicht gesagt, dass es keine gegeben hat. Ja, kommt, lassen leider, Sie uns erst bei der Dame es gibt leider, in jedem Staat Fehler. Es gibt auch... Was haben wir denn im Verfassungsschutz heute? Im Verfassungsschutz haben wir Korruption, deswegen sage ich nicht, der Verfassungsschutz ist korrupt. Herr von Schützer, lassen Sie uns doch bei der Dame mal bleiben. Wir wollen jetzt ja... Nein, ich habe ja meine Meinung gesagt, da brauche ich nicht mehr zu sagen. Also es war ein Unfall, oder was? Das war eine üble Entgleisung. Üble Entgleisung. Gut, nun kommen wir jetzt zu dem Herrn, der sagt, Sippenhaft hat er erlebt. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Sie hätten es doch wissen können und Sie hätten etwas tun können. Ich hätte gar nichts wissen können. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Wissen als Sie gehabt haben, aber ich habe nicht alles gewusst. Genau. Machen Sie mich. Hören Sie doch auf, mir vorzuschreiben, was ich gewusst haben muss und was ich nicht gewusst haben muss. Das muss ich doch beurteilen können. Herr von Schnitzler, mit den Dingen, die Sie gewusst haben, wir lassen dahingestellt, wie viel es waren. Bitte? Lassen Sie uns bei dem Punkt mal bleiben, weil er interessant ist. Ich bitte Sie nur auch die Frage stellen zu können, sonst kriegen Sie auch keine Antwort. Bei den Dingen, die Sie gewusst haben, hätten Sie da mehr tun müssen? Tun Sie mir den Gefallen, Sie kommen nachher wieder dran, aber lassen Sie uns jetzt bei dieser Frage bleiben. Freiheit für Andersdenkende. Ich verstehe das, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie fast platzen. Das mit dem Platzen ist normal in dieser Sendung und auch die Erregung ist normal. Jetzt kommen wir nochmal zu der Sendung. Herr von Schnitzler, hätten Sie bei den Dingen, die Sie gewusst haben, mehr tun müssen? Ich hätte nie etwas getan, was meinem Staat geschadet hätte, weil dieser Staat das Beste war, was von Deutschland aus dem deutschen Volk, den Völkern Europas und der Welt jemals widerfahren ist. Wer lacht euch natürlich, was war denn dieses Kaiserreich für ein Scheißreich mit dem Ersten Weltkrieg? Was war die Weimarer Republik, ein Übergang vom Kaiserreich zum Hitlerreich? Was war denn das Hitlerreich? Was ist denn die Bundesrepublik? Die Bundesrepublik hat doch Krieg geführt in Somalia, in Irak. Warst du doch beteiligt dran in Erbach? Also das, denke ich, war das Maximum an Antwort, was auf diese Frage zu bekommen war. Wir sehen uns gleich wieder bei Ich stelle mich mit Karl Eduard von Schnitzler. Bis gleich. Ich stelle mich mit Karl Eduard von Schnitzler. Jeder will unbedingt noch was sagen. Wir fangen an mit dem Herrn auf der Seite. Guten Abend, mein Name ist Vom Stein. Ich bin von der PDS. Herr Schnitzler, Sie sagten eben, dass Sie es für gut fanden, dass die Leute mit Recht in der DDR inhaftiert waren. Da muss ich leider sagen, von Seiten der PDS aus bedauern wir jeden Einzelnen, der an der Grenze zu Unrecht erschossen worden ist. Ja. Wir bedauern diese Leute, die zu Unrecht aus politischen Gründen in Gefängnissen gesessen haben. Und das kann dann nicht im Raum stehen bleiben, auch von unserer Seite der Partei aus, dass wir das als gut heißen. Das möchte ich mal hier ganz klarstellen von Seiten der PDS aus. Ich habe heute mit Herrn Gysi darüber gesprochen, über das, was hier heute Abend anliegt. Er wäre gerne hier gewesen, hat leider davon nichts gewusst, dass das heute Abend stattfindet. Und ich möchte Herrn Lummer bitte noch Folgendes sagen. Die PDS verfolgt in keiner Weise diesen selben Schnitt, wie es damals in der DDR stattgefunden hat. Das läuft nicht mehr so. Also Stellungnahme angekommen. Herr von Schnitzer, Sie sind ja nicht Mitglied der PDS. Fragen Sie doch mal den Herrn da. Der hat nämlich eine einschlägige Frage. Sie sind gleich dran, aber lassen Sie uns die Fragen nacheinander machen. Die gehört dazu. Lassen Sie uns eine Frage nach der anderen machen. Also, keine Nähe zur PDS. Sie sind Mitglied der DKP, ich sag's nochmal für alle, die später gekommen sind. Sind die PDS, sind das Abweichler oder nehmen Sie die nicht ernst oder wie stehen Sie zu denen? Ich werde mich hier in der Öffentlichkeit nicht zu der PDS in irgendeiner Form äußern. In keiner Weise. Ich befinde mich hier mit Kraft der Technik im Zusammenhang mit dem Klassenfeind. Und gegenüber dem Klassenfeind bin ich für die absolute Einheit der Linken. Und ich werde mich nicht in eine Diskussion einlassen. Ich bedauere allerdings sehr, dass es in Ihrer Partei... Es gibt in Ihrer Partei leider Führer, die sich entschuldigen. Es sind ja noch Leute aus der alten SED-Partei. Die verfolgen natürlich ihre Devise, wie sie heute ist, nicht mehr. Lieber Herr von Stein, Sie können Herrn von Schnitzler einladen zur PDS und Sie können mit ihm darüber diskutieren. Er hat gesagt, er möchte diese Diskussion nicht weiterführen. Er hat gesagt, er bedauert, dass es die Einheit der Linken da nicht gibt. Wir lassen das so stehen. Jetzt der Herr Blau, bitte. Ich wollte eigentlich auch was von der PDS wissen. Hat er abgelehnt? Dann jetzt eine andere Frage. Wie stehen Sie
zu Herrn Wolf, wie stehen Sie zu Herrn Krenz? Und eine andere Frage von der Arbeiterklasse her gesehen, warum legen Sie immer noch Wert darauf, mit von angesprochen zu werden? Ich lege da nicht Wert darauf, das ist ein bürgerliches Gesetz, wonach das von zum Namen gehört. Mein Vater ist 1913 geadelt worden, aber ich empfinde meinen Adel habe ich eigentlich von Walter Ulbricht empfangen. Als ich nämlich aus... Nee, das sagt ja schon vieles. Doch. Als ich nämlich aus Westdeutschland hier rüber kam, nach einem langen, sehr ehrlichen, offenen Gespräch, hat er mich am Schluss gefragt, ob ich noch einen Wunsch hätte. Nein, ich hatte keinen Wunsch. Ich sagte, doch, ich habe einen Wunsch. Jetzt kann ich endlich dieses dämliche von ablegen. Daraufhin hat er gesagt, du bist wohl verrückt geworden. Die Leute sollen wissen, woher man überall zu uns kommen kann. Und da hat er recht gehabt. Herr Lohmann, niemand konnte erwarten, dass es jetzt den Punkt gibt, an dem die Leute sagen, oh, wir nähern uns da sehr an. Wir sind damals zu fünft. Sind Sie überrascht von der Diskussion? Alles namhaften Journalisten. Nein, ich bin nicht überrascht vom Verlauf der Diskussion, weil aus den Verlautbarungen in der Presse längst bekannt war, dass Herr von Schnitzler sich in seiner Position nicht geändert hat, sondern stur geblieben ist. Das finde ich bedauerlich, weil ich meine, Menschen müssen immer in der Lage sein, auch neue Einsichten zu gewinnen. Das gehört zum menschlichen Leben. Ich habe viel neue Einsichten gewonnen. Heute schon wieder ein paar. Stellen Sie sich mal vor. Aber eines will ich nur mal in Antwort sagen, weil er sagte, die DDR sei der beste Staat auf deutschem Boden gewesen. Ich sage demgegenüber, es wäre besser für Deutschland gewesen, wenn es die DDR nicht gegeben hätte. Dann hätten wir jetzt nicht so viele Ruinen, die wir wieder aufbauen müssen. Jetzt nochmal der erste Teil Ihrer Frage. Geistige und materielle im Übrigen. Geistige und materielle. Das war ja keine Frage. Und Herrn Mielke haben Sie auch noch nicht beantwortet. Vielleicht können Sie das mal tun hier. Mielke verdient meiner Meinung nach die größte Hochachtung angesichts der maßlosen Verleumdung, der er unterlegen ist. Gut. Und Herr Krenz? Herr Krenz hat einige Schwankungen durchgemacht, aber seit er vor einem Gericht des Klassenfeindes gestanden hat, verdient er meine völlige Solidarität. Das war die Antwort von Herrn von Schnitzler. Herr von Schnitzler, Sie haben mal gesagt, kein Kommunist hat sich wegen... Ach, hören Sie Mann, doch mit ich verstehe die Erregung. Auf. Ich verstehe nicht, dass Erregung. Hier ein Vertreter wirklich. Des Kalten Krieges mit den Argumenten des Kalten Sie Krieges... Sie können auch gerne gleich noch was sagen, aber es wird nicht passieren, dass Herr von Schnitzler Ihrer Meinung sein wird. Wir müssen das, glaube ich, so hinnehmen. Herr von Schnitzler, kein Kommunist hat sich wegen Irrtümern vor einem Kapitalisten zu rechtfertigen, haben Sie mal gesagt. Ist ja. Das richtig? Ja. Das bedeutet, selbst wenn man im Unrecht ist, dann muss man vertreten, man hätte Recht. Nein, Sie lassen ja die Hauptsache weg. Kein Kommunist muss sich vor Kapitalisten entschuldigen. Vor ja, Kapitalisten, das habe ich gefragt. Kapitalisten haben sich bei uns zu entschuldigen, verflucht nochmal. Die haben uns zwei Kriege eingebrockt. Der Kapitalismus. Das heißt, wenn Sie einen Fehler machen, dann müssen Sie den auch nicht eingestehen. Nein, den werden wir untereinander ausmachen. Ist das nicht eine unendlich kindliche Position? Nein. Die einzig mögliche Position in der Situation des Klassenkampfs, die es überhaupt gibt. Wer ist denn Kapitalist? Also, Herr von Schnitzler hat gesagt, im Klassenkampf muss man diesen Fehler nur unter Kommunisten diskutieren, ansonsten darf man den nicht eingestehen. Damit Sie nicht platzen, jetzt bitte noch Ihre Stellungnahme und danach machen wir den Rest so weiter. Ja. Sie sind doch schon zum Wort gekommen. Ich möchte Sie können mir alle vorwerfen, diese Sendung ist nicht ausgewogen, aber sind ich Sie möchte viele, von um das Schnitzler zu gewährleisten. Fragen. Jetzt der Herr, bitte. Wenn er die Morde an der Mauer, die Morde der Flüchtlinge rechtfertigt, dann muss er, und dies damit begründet, dass das in der DDR Gesetze geltende waren, die also nicht strafbar waren, dann muss er auch heute, dann muss die PDS heute auch die Rehabilitierung eines jeden Angehörigen der Waffen-SS verlangen. Denn die Schlussfolgerung ist die, wenn man sich als Staat nur darauf berufen kann, dass man seine Verbrechen vorher durch Gesetze legitimiert und sich dann darauf auf Straffreiheit berufen kann, dann ist die Schlussfolgerung die. Da muss die PDS heute eintreten, denn die Nazis haben ihre Verbrechen auch vorher durch Gesetze legitimiert. Also wir haben sehr viele Sendungen zur PDS hier gemacht. Die PDS hat sich gestellt. Nein, kein Statement bitte, weil wir heute die PDS nicht zum Thema haben. Sie kommen jetzt aber erstmal nicht dran, weil Herr von Schnitzler noch dran ist. Herr von Schnitzler, was werden Sie in Zukunft machen? Im Grunde ist das doch ein Abend, der Ihnen sehr viel aufmerksam gibt. Ist das was Schönes? Also ist der Abend hier sitzen, hat mich in meiner Auffassung absolut bestätigt. Ja. Absolut bestätigt. Armes Deutschland, wo die Menschen derartig in solchen Massen derartig idiotisch Warum verführt werden können. Warum wandern Sie eigentlich nicht aus? Wie? Warum bleiben Sie inmitten des Klassenbeines und wandern nicht aus? Sie werden lachen, weil ich Deutscher bin. Weil ich Deutscher bin.
Ich habe meine Knochen hingehalten für ein anderes, für ein besseres Deutschland. Da werde ich doch nicht kneifen jetzt. Herr von Schützer, zahlt der Klassenfeind nicht eigentlich Ihre Rente jetzt? Oder ist das missinterpretiert? Erstens eine Rente keine Gnade und kein Geschenk, sondern ein erarbeitetes Recht. Und deswegen ist es ein Unrecht, dass ich zum Beispiel zu denen gehöre, denen die Rente gekürzt worden ist. Ich habe ja eine Strafrente. Was? Und die wollen heute noch eine einzahlen. Wie wollen sie denn Rente beziehen? Er hat in der Deutschen Demokratischen Republik eingezahlt. Also, um dabei zu bleiben, Sie würden sagen, Sie kassieren das zu Recht. Aber Sie haben Sie Lust, hier zu sein, hier zu leben? Ja, Freude macht es nicht immer, aber ich möchte nicht woanders leben. Ich sag's nochmal, ich verstehe die Erregung, aber es macht nur Sinn, wenn Herr von Schützer was sagen kann. Er will nicht woanders leben. Sind Sie der Meinung, Sie überzeugen noch Leute hier, Sie bewegen noch was? Wir sind in einem Prozess, wo ganz geringe Anfänge der Wiederbesinnung festzustellen sind. Ah, wo sehen Sie die? Da zum Beispiel bei vielen sogenannten Bürgerrechtlern. Das haben wir nicht gewollt, sagen viele von denen. Die wollten keine Arbeitslosigkeit. Was hat denn die Mauer verhindert, dass die Arbeitslosigkeit nicht rüberkam? Die Mauer wurde gefällt, die Arbeitslosigkeit kam rüber. Die Obdachlosigkeit. Es sind jetzt 78.000 Obdachlose allein in Brandenburg. Herr von Schützer, letzte Frage. Gibt es noch was Sie planen? Er hat das Wort. Gibt es noch was Sie planen für sich? Ziele? Ja, ich habe noch sehr viel im Kopf und habe sehr viel zu schreiben vor. Also Sie werden schreiben? Ich werde schreiben. Karl Eduard von Schnitzler war bei uns und hat sich gestellt, Chefkommentator des Fernsehens der DDR. Das war sein offizieller Titel. Das war, ich stelle mich von diesem Dienstagabend. Ich weiß, dass sehr viele von Ihnen jetzt sagen, wie kann man diesen Mann einladen? Und es gibt andere, die gesagt haben, sehr gut, dass er mal wieder zu Wort kommt. War herrlich, freut mich sehr. Ich bedanke mich für das Lob für diese Sendung. Ich sage nochmal, wir haben diese Sendung gemacht, weil wir kurz vor dem 10. Jahrestag des Mauerfalls sind. Und meine ganz persönliche Meinung ist, es macht Sinn, diese Position abzugleichen und darüber zu sprechen. Denn das halte ich für einen ganz entscheidenden Unterschied, dass man, egal welche Meinung man hat, sie an diesem Dienstagabend hier sagen kann und dann auch frei wieder rausgehen kann. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr schönen Abend. Ich bedanke mich fürs Kommen. Machen Sie es gut. Wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr. Bis dahin. Tschüss.